Okay, dann geht es jetzt auch inhaltlich los. Wir haben hier als Gäste auf dem Podium, ich fange mal von hinten nach vorne an. Wir haben Nicole Gohlke, sitzt für die Linksfraktion im Bundestag, soll als wissenschaftspolitische oder hochschulpolitische Sprecherin. Du kannst dich jetzt gleich nochmal genau sagen, ich komme bei den beiden Titeln immer durcheinander. Dann haben wir Andreas Keller aus dem vom GEW Bund. Du kannst dich auch gleich selbst nochmal vorstellen. Wir haben Franziska Brichzi hier aus Berlin, die bildungspolitische Sprecherin der Berliner Linksfraktion im Abgeordnetenhaus zu Berlin. Und Hannes Bülow, Lehrer an einer ISS in Berlin, die derzeit keine Oberstufe hat, vielleicht aber mal eine bekommen soll und vielleicht auch in zeitnaher Zukunft. Wir haben uns überlegt, dass Hannes, du als Praxisvertreter, die erste Möglichkeit hast zum Input, und zwar das Thema ist ja raus aus dem Mangel. Wie können wir Lösungen für die Lehrkräfteausbildung, Lehrkräftemangel finden? Und jetzt die Frage an dich, als jemand, der tagtäglich in der Schule arbeitet, welche Auswirkungen hatten der Lehrkräftemangel auf deinen Alltag und welche Lösungen oder was würde denn dir, aber auch deinen Kolleginnen und den Schülerinnen helfen bei diesem Thema? Bitte schön. Vielen Dank, Philipp. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Genau, Hannes Bülow, mein Name, an einer Schule hier an einer ISS hier in Tempelhof. Ich bin jetzt seit 4 Jahren dabei, auch Klassenlehrer, bald meine erste Klasse durch. Und da bin ich jetzt gerade auch dabei, mir so die Gedanken zu machen, was könnte man anders machen, was könnte man besser machen. Und ich bin teilweise so ein bisschen ratlos, weil ich jetzt halt auch mir schon manchmal die Gedanken mache, so, hey, wenn ich das anders machen will und das besser machen will, wann bringe ich das eigentlich unter? Denn ich habe schon selber reduziert, um irgendwie mit den Kindern so zu arbeiten, wie ich das möchte, an einer ISS wie bei uns, wo die Schülerschaft anspruchsvoll ist, viel soziale, erzieherische Arbeit notwendig ist. Kostet das sehr viel Zeit, das ist im Stundendeputat nicht so sehr abgerechnet und im Moment kommt einiges noch dazu. Dadurch, dass wir gerade unter 90% ausgestattet sind, müssen wir alle mehr Aufsichten übernehmen seit diesem Schuljahr. Auch der Vertretungsaufwand wächst natürlich und eben diese Mehrarbeit und nach der Kultusministerkonferenz sollten ja dann noch mehr Stunden dazukommen. Wird immer weiter aufgeschlagen und dadurch fehlt uns natürlich die Zeit, eben mit den SchülerInnen pädagogisch zu arbeiten. Und ich möchte das anhand eines Beispiels vielleicht mal kurz erklären. Und zwar geht es mir um die SchülerInnen mit Förderstatus, von denen die meisten bei uns zum Beispiel mit dem Förderstatus Lernen versehen sind oder mit dem Förderstatus M-SOZ. Ich hatte auch mehrere Schüler in der Klasse mit dem Status Lernen. Diese haben ein Recht, mit differenziertem Material versorgt zu werden, um im Unterricht mitzukommen und auch teilzunehmen. Und wir sehen jetzt einfach mehr, immer auch in Absprache mit Kollegen, sehen wir sehr häufig, dass die Leute, also dass manchmal wir nicht mit dem Differenzieren hinterherkommen. Ne, das liegt einfach an der Arbeitsbelastung. Und dementsprechend wird bei eben solchen Sonderfällen leider oft als erstes gespart. Der Unterricht ist zunehmend, dass man versucht, mit den SchülerInnen klarzukommen. Aber diese Differenzierung erfordert natürlich einfach sehr viel Vor- und Nachbereitung. Einer meiner Schüler ist da sehr zu beobachten, dass er dann halt immer, gerade wenn er natürlich überfordert ist, dann nicht mehr klarkommt und anfängt, den Unterricht zu stören. Davon haben wir natürlich dann einen ganzen Haufen an Schülern und wir versuchen irgendwie nachzukommen, aber landen am Ende oft nur in dieser Symptombekämpfung. Und hier wünsche ich mir eigentlich ganz konkret mehr Zeit. Mehr Zeit für die Differenzierung, für die Nachbereitung. Ja, wir müssen ja auch die Klassenarbeiten entsprechend differenzieren, nicht nur immer wieder den Unterricht. Das ist einiges an Arbeit, die ich auch annehme, die ich auch gerne machen möchte, wofür mir aber zunehmend der Raum fehlt. Ja, und so geht es einigen Kollegen. Und da sehe ich eigentlich wirklich den Lehrermangel insofern sich herauskristallisieren, weil
da können wir auch nicht durch andere ersetzt werden. Es können ja nicht die Sozialpädagogen meinen Unterricht differenzieren. Ja, es können auch nicht irgendwelche eingestellten Hilfskräfte diesen Unterricht differenzieren. Das müssen wir als Lehrkräfte machen und dafür brauchen wir den Raum und auch die Zeit. Ja. Soweit erstmal, Hannes, von dir. Ja. Wunderbar. Vielen Dank für den Input. Genau, noch eine Sache. Natürlich sind wir hier bundesweit vertreten. Das heißt, wenn wir alle darauf achten können, Abkürzungen zu erklären, war ja die Frage, was sind die ISS? Ich habe es gerade im Chat geschrieben, aber die Schulform heißt ja in verschiedenen Bundesländern anders. Hannes, dir vielen Dank. Dann, Franziska, die Frage an dich. Du bist die bildungspolitische Sprecherin hier der Linksfraktion, wie die Abkürzung. Wofür hat die Linke Berlin sich eigentlich in Bezug auf den Lehrkräftemangel eingesetzt und was konntet ihr erreichen und durchsetzen? Und was sind aktuell die Vorschläge, um das Problem des Lehrkräftemangels anzugehen? Ja, hallo erstmal zusammen. Ich würde die Rolle übernehmen, jetzt ein wenig auf die Lehrkräfteausbildung zu fokussieren zuerst. Nachher in der Diskussion können wir dann auch noch über kurzfristige Maßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten wie multiprofessionelle Teams, Einfachlehrkräfte und so weiter eingehen. Aber ich würde erstmal fokussieren auf die Ausbildungssituation hier in Berlin. Und Hannes hat es ja ganz gut beschrieben. Es ist so, dass im aktuellen Schuljahr in Berlin 1.000 Lehrkräfte fehlen. Und diese Stellen konnten auch nicht besetzt werden durch befristete Einstellungen oder Quereinsteigende. Das heißt, diese Stellen sind frei. Und das ist unterschiedlich an den einzelnen Schulen. Das heißt, der Lehrkräftemangel ist auch unterschiedlich verteilt. Und insbesondere die Schulen in schwieriger Lage, in herausfordernder Lage, die Hannes ja auch so ein bisschen skizziert hat, mit vielen Kindern mit Förderbedarf, mit Kindern, die Unterstützung noch mal besonders benötigen, sind hier vom Mangel betroffen. Aktuell sehen die geltenden Hochschulverträge mit den Universitäten vor, dass 2000 Absolventinnen pro Jahr die Hochschulen verlassen sollen, aber real, faktisch sind es nur 1000 Absolventinnen, knapp 1000. Und das hat natürlich Folgen. Wir haben im Bachelor 3500 Studienplätze und die Anzahl der Studienplätze stagniert. Das heißt, die Hochschulen haben hier nicht nachgesteuert in den letzten 3 Jahren. Es ist so, dass wenn man jetzt einen langen Zeitraum betrachtet von 2015 bis jetzt, dass die Hochschulen ihre Studienplätze verdoppelt haben. Aber wie gesagt, in den letzten 3 Jahren stagnierend. Und wir haben auch das Problem, dass nach wie vor je nach Fach auch viele Bewerbungen von Studieninteressierten abgelehnt werden, zum Beispiel im Fach Sonderpädagogik und die Hochschulen hier leider nicht nachfassen. Das heißt, es gibt auch keine Steuerung der Hochschulen, dass man dann die jungen Menschen, die sich beworben haben, dann mit alternativen Studienangeboten versorgt. Genau, und das ist natürlich sozusagen problematisch. Entschuldigung. Und ich möchte noch mal kurz auf den Bedarf eingehen, weil es gab auch eine Bedarfsprognose unserer Senatsverwaltung für Bildung und die hat ergeben, dass wir ca. 3000 Lehrkräfte benötigen zukünftig, insbesondere wenn wir Inklusion umsetzen wollen, wenn wir Schulen in schwieriger Lage auch mit Doppelsteckungen versorgen wollen, Sonderpädagogik. Und natürlich wissen wir auch, dass viele Kolleginnen in Teilzeit auch arbeiten. Und wir haben aktuell 12.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine hier in Berlin aufgenommen. Und die neue Bevölkerungsprognose zeigt, dass bis 2030 die Gruppe der Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter um 10% wachsen wird bis 2030. Und Ukraine und Bevölkerungsprognose sind noch nicht in den 3.000 integriert. Das heißt, wir haben die 3.000 sozusagen sind eher die untere Zahl, die wir benötigen werden in den nächsten Jahren jährlich an Lehrkräften. Und da wollte ich nur noch mal deutlich machen, aus unserer Sicht ist das ein bundesweites Problem. Das heißt, wir sind ja hier mit Brandenburg eng aneinander. Es gibt erstaunliche Vorschläge, um Lehrkräfte abzuwerben aus den einzelnen Bundesländern. Und es ist wirklich wichtig, dass alle Bundesländer bedarfsdeckend ausbilden, dass sich der Bund auch hier an der Finanzierung beteiligt, dass die Länder nicht alleingelassen werden und dass es hier zu verbindlichen Verabredungen kommt. Da werden wir nachher noch drüber sprechen. Und noch vielleicht zum Schluss. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Ausbildungsoffensive gestartet, indem wir jährlich 17 Millionen Euro zusätzlich den Hochschulen zur Verfügung stellen.
Und wir möchten natürlich gerne festschreiben, dass die Hochschulen perspektivisch den Bedarf von 3000 Absolventinnen auch ausbilden. Und da gibt es noch einen kleinen Streit in der Koalition an der Stelle, ob wir wirklich die 3000 festschreiben, weil unsere PartnerInnen, wir sind ja mit Grünen und SPD hier in der Regierung, sagen, naja, die schaffen das ja sowieso nicht, weil wir jetzt gerade bei 1000 sind. Wir als Linke haben hier die Auffassung, dass es wichtig ist, den Bedarf perspektivisch wirklich auszubilden, die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass wir das auch wirklich schaffen. Also von daher müssen wir da noch ein bisschen kämpfen. Wir haben jetzt am Donnerstag einen Antrag im Plenum zum Thema Staatsvertrag und zu der Zielzahl müssen wir uns noch verständigen. Danke. Mit Mikro geht's besser. Vielen Dank, Franziska. Ich sehe auch, dass im Chat schon einzelne Nachfragen gestellt werden. Es ist super, wenn die im Chat direkt beantwortet werden können. Wir nehmen uns dafür auch noch mal Zeit. Als nächstes wollte ich weitergeben an Andreas Keller und dich auch noch mal richtig vorstellen. Das war vorhin ein bisschen schnell und flapsig. Du bist nämlich Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands und Leiter des Vorstandsbereichs Hochschule und Forschung der GEW Bund. Und außerdem stellvertretender Vorsitzender der GEW. Das habe ich vorhin so ein bisschen flapsig gesagt. Schön, dass du da bist. Die Frage an dich. Ihr habt ja als GEW-Bund im Ende des letzten Jahres einen 15-Punkte-Plan gegen den Lehrkräftemangel vorgelegt. Was sind da eure konkretesten Forderungen? Und diese Stellung oder die Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, haben wir sowas vorgeschlagen wie Teilzeit einschränken, mehr Arbeit in der Rente arbeiten und als Ausgleichsmaßnahmen auch gerne mal zum Achtsamkeitstraining gehen. Das heißt, was sind eure Vorschläge und wie schätzt du die Vorschläge der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission ein? Ja, vielen Dank, lieber Philipp, und danke für die Einladung zu dieser Runde und schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Spätestens seit der von dir, Philipp, zitierten Heute-Show ist es, glaube ich, allgemein bekannt, wie dramatisch die Lage ist. Und ich will ja auch gar nicht die Zeit verschwenden, die nochmal zu skizzieren. Vielleicht nur eine Zahl nochmal nennen. Wir gehen eben davon aus, dass wir rund 130.000 fehlende Lehrkräfte haben werden bis 2035, ohne die von der Politik bereits verabredeten bildungspolitischen Reformen wie etwa Inklusion, Ganztag, Unterstützung von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen. Dann wären es noch mal deutlich mehr, Klaus Klemm hat 160.000 ausgerechnet. Das ist aber eine sehr konservative Rechnung. Ich fange vielleicht mal mit den Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz an. Denn die sind ein Aufreger gewesen, regelrechte Gruselliste an Vorschlägen. Zunächst mal muss man sagen, so viel Neues stand gar nicht drin. Altbekanntes, aber letztlich auch eine regelrechte Provokation für die Lehrkräfte war, gerade wenn man sich nochmal vor Augen führt, unter welchen Bedingungen Kolleginnen und Kollegen wie zum Beispiel der Hannes Bülow eben versuchen, ihren Job zu machen. Also im Prinzip setzen die Empfehlungen der SWK, der KMK, setzen vor allem darauf, das, was aus den Bestandslehrkräften noch rauszuholen, ich will mal sagen rauszupressen ist, auch noch rauszupressen. Also größere Klassen, noch größere Klassen als heute, noch mehr Unterrichtsverpflichtung, obwohl die heute noch auf dem Stand in etwa des Kaiserreichs ist, trotz aller zusätzlichen Aufgaben, die die Lehrkräfte bekommen haben. Erhöhung des Renten- und Pensionsalters wird ebenso angedeutet wie Unterbindung von Teilzeit oder Erzwingung von Versetzungen, da wo man die Lehrkräfte braucht. Ignorierend, dass die Teilzeit von vielen Lehrkräften ja natürlich auch manchmal damit zu tun hat, dass man mehr Freizeit oder Sorgearbeit machen möchte, aber in sehr vielen Fällen, wie uns berichtet wird, es eben damit zu tun hat, dass die Kolleginnen und Kollegen ihren Job in einem Vollzeit-Arbeitsverhältnis gar nicht gewuppt bekommen, ohne dass sie ganz da besondere Qualitätsansprüche noch haben. Das ist also im Prinzip eine Provokation. Du hast es ja gerade schon angesprochen, Philipp, in Verbindung damit muss man sehen, und das kommt eigentlich als purer Zynismus auch bei uns als GEW an,
dass dann empfohlen wird, naja, die Lehrkräfte mögen doch Achtsamkeitstrainings oder Yogakurse selbstverständlich in der Freizeit und am Wochenende besuchen, damit sie mit dem Stress besser umgehen können. Die GW ist immer für mehr Gesundheitsschutz und dass hier auch die Dienstherren eine entsprechende Verantwortung übernehmen. Aber in dem Kontext kommt es eben als blanker Zynismus an. Ich will nicht verschweigen, dass auch Forderungen der GIW an der einen oder anderen Stelle aufgenommen worden sind, etwa, dass man im Ausland erworbene Abschlüsse schneller und besser anerkennt. Bei den aus der Ukraine geflüchteten Lehrkräften ging ja das relativ schnell, aber die Menschen, die aus Syrien und anderen Ländern vor Jahren geflüchtet sind, die sitzen eben noch immer da, ohne dass sie lehren dürfen, sondern machen irgendwelche anderen Jobs. Oder auch das Thema, dass Lehrkräfte von Verwaltungs- und Organisationsaufgaben entlastet werden sollten. Auch eine GW-Forderung kommt in dem Papier vor. Das will ich der Fairness halber einfach sagen. Aber was in dem Papier nicht vorkommt, und da komme ich jetzt auch schon zu den Vorschlägen der GIW, die ich hier auch in den Chat nochmal mit dem Link gerade im Moment reingepostet habe, unser 15-Punkte-Programm. Was in dem Papier komplett fehlt, sind Aussagen dazu, wie man eigentlich die Kapazitäten der Lehrkräfteausbildung verbessern kann. Das ist das eine. Da hat ja auch Franziska einiges dazu gesagt, was man in Berlin tut, aber auch noch vielleicht besser tun könnte. Und der zweite Punkt, wie kann man eigentlich die Attraktivität dieses Berufs verbessern, wenn man nun eben Unterrichtsverpflichtungen erhöht, wenn man die Klassengrößen erhöht, wie es die KMK-SWK fordert, wird ja so ein Job noch unattraktiver. Das spricht sich rum und es will gar niemand mehr studieren. Und deswegen ist genau das Gegenrezept, den Beruf attraktiver zu machen. Und das setzt eben unser 15-Punkte-Programm an. Wir halten es für eine Katastrophe, dass wir immer noch Flächenländer, größere in Deutschland haben, wie zum Beispiel Baden-Württemberg, die Grundschullehrkräfte, teilweise sind es auch Lehrkräfte in der Sekundarstufe 1 mit A12 bzw. E12 abspeisen. Keine Akademikerinnen, Akademiker im öffentlichen Dienst werden sonst so schlecht bezahlt. Wir stellen uns natürlich auch dem Problem des Quer- und Seiteneinstiegs. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Das sagen wir als GIW nicht. Okay, wir brauchen nur langfristige Maßnahmen, kurzfristige Maßnahmen. Quer- und Seiteneinsteigerinnen brauchen wir, müssen wir aber dann verbinden letztlich mit einer Nachqualifikation, damit wir nicht auf Dauer Dumping-Lehrkräfte im System haben. Das ist ein Punkt, den ich an der Stelle rausgreifen möchte. Wir müssen einen Ausbau der Studienplätze vorantreiben, auch die Qualität im Lehramtsstudium verbessern, dass wir hier eine Abbruchquote von teilweise über 50% haben, ist ein Problem, was man mit besseren Betreuungsrelationen, übrigens auch mit mehr Dauerstellen an den Hochschulen lösen kann. Und es ist ein Skandal, dass im Primarstufen Lehramt wir teilweise eine der höchsten Numerus Clausus haben in Deutschland, sodass Studierwillige abgewiesen werden müssen. Und da müssen die Länder einfach die Hochschulen verpflichten, die Studienkapazitäten auszubauen. Da hat Berlin ein bisschen was gemacht, aber da ist, glaube ich, noch mehr Luft nach oben drin. Andreas, ich wollte sagen, du bist schon einiges über die Zeit. Der Punkt wird auch passen, um zu Nicole überzuleiten. Du kannst aber gerne noch sagen, mach noch einen Punkt fertig. Und dann mache ich noch meinen letzten Punkt. Ich glaube, wir können nicht darauf vertrauen, dass die einzelnen Länder da weiter vor sich hinwursteln. Wir brauchen eine bundespolitische Initiative. Ich bin der Rosa-Luxemburg-Stiftung dankbar, dass sie das Gutachten von Mark Rackless veröffentlicht hat, das deutlich gemacht hat, dass ein Staatsvertrag Lehrkräftebildung eine Lösung sein könnte, dass die Länder sich verpflichten und verpflichtet werden, mindestens so viele Lehrkräfte auszubilden, wie sie dann auch in den Schulen einstellen müssen. Damit schließe ich mal, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Sorry für die Zeitüberschreitung. Alles gut, danke für den spannenden Input, Andreas. Und er war auch eine gute Steilvorlage für eine bundespolitische Perspektive. Ich wollte sagen, der erwähnte Mark Rackless sehe ich, ist auch anwesend als einer der Teilnehmerinnen. Ich nehme an, dass er sich auch in der Diskussion beteiligen wird. Schön, dass wir so viel Expertise im Raum haben. Nicole Gohlke, auch dich habe ich vorhin ein bisschen ungenau vorgestellt, Sprecherin für Bildung und Wissenschaft ist, glaube ich, dein offizieller Titel. Nicole, gerade hat Andreas gesagt, hey, wir brauchen hier eine bundespolitische Initiative, die Länder müssen verpflichtet werden, wir auszubilden. Und jetzt meine Frage als Laie, wer sollen die Länder verpflichten? Es ist ja mal viel von Kooperationsverbot die Rede. Und meine Frage an dich wäre jetzt, was sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen, um länderübergreifende Lösungen für die Lehrkräftebildung, der Lehrkräfteausbildung und gegen den Lehrkräftemangel
anzustoßen? Und was schlagt ihr da als Linke ganz konkret vor, bundespolitisch diese Initiative zu unterstützen oder anzustoßen? Ja, auch von mir erstmal hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, dass wir zu diesem sehr wichtigen Thema für Berlin, aber wirklich auch für den gesamten, für eigentlich für alle Bundesländer ins Gespräch kommen. Ich selber komme aus München, aus Bayern, kann also sozusagen auch dazu ein Lied singen, habe auch eine schulpflichtige Tochter in der dritten Klasse und kann das sozusagen auch, habe so eine gewisse Praxiserfahrung gewissermaßen auch. Ja, in Deutschland fällt ja bekanntermaßen die Lehrerausbildung in die Zuständigkeit der Länder. Also die Wissenschaftsministerien und die Hochschulen regeln in Form von Zielvereinbarungen die Anzahl der Lehramtsstudienplätze. Und die gemeinsame Rahmung und die Ausgestaltung dann der Lehrerinnenbildung und auch die Bedarfsanalyse, die soll ja theoretisch in der KMK stattfinden. Ich sage jetzt an der Stelle schon mal theoretisch, denn wie es eben in der Realität aussieht, wissen wir alle. Und wurde uns ja erst letzte Woche, ist ja schon zitiert worden, wieder vor Augen geführt, als die KMK bzw. die SWK ihre Ideen gegen den Lehrkräftemangel veröffentlicht hat. Und was wir sozusagen von der KMK kennen, von der KMK-Seite kennen, ist ja, dass Zahlen und Bedarfe wirklich regelmäßig und schon seit langem schön bzw. vor allem klein gerechnet werden, dass die wenig mit dem zu tun haben, was tatsächliche Bedarfe sind. Und das ist ja noch nicht mal das sozusagen, wo eben die bildungspolitischen Reformen mit eingerechnet sind. Es gibt kaum verbindliche und einheitliche Regelungen. Die Bundesländer haben eigentlich keinen gemeinsamen Maßstab und ich fand auch jetzt eben, das wurde ja auch schon gesagt, die Vorschläge der KMK gingen jetzt wirklich recht zielgenau an dem vorbei, was die Attraktivität des Berufes wirklich steigern könnte. Also das war ja eher ein Schlag ins Gesicht. Vor uns, muss man sagen, liegt jetzt bundespolitisch tatsächlich der Scherbenhaufen dieser jahrzehntelangen verfehlten Politik, eben ein ungeheurer Fachkräftemangel. Andreas hat die Zahlen genannt. Wir haben ja auch die Zahl von 45.000 bis 2025. Das ist die Zahl von Klaus Klemm. Auch das ist eine Zahl, die in der KMK nie errechnet wurde. Da sind wir, glaube ich, gerade bei 25.000. Aber selbst diese Zahl ist ja sozusagen hoch und würde einen Handlungsbedarf zeigen. Ja? Also das ist ja nicht mehr lang hin bis 2025. Wir haben eine hohe Zahl an Studienabbrüchen, Frustration, ein hoher Krankheitsstand im Beruf, immer mehr Unterrichtsausfall und natürlich dann auch mit den Folgen einfach für Kinder, junge Menschen und die Familien, die die Auswirkungen dieser Probleme dann auch zu spüren bekommen. Und das Ganze als bundesweites Problem, also das ist eben nicht was, was man so beheben kann, wie das jetzt auch zuletzt Markus Söder in Bayern vorgeschlagen hat, der dann halt nochmal mit dem 5. Abwerbeabkommen sozusagen um die Ecke gekommen ist. Das wird das Problem nicht lösen und auch die Anzahl ja insgesamt nicht erhöhen. Aus linker Sicht muss sich viel ändern und zwar eben auch auf Seiten des Bundes. Denn der kann sich aus unserer Sicht eben nicht einfach weiter einen schlanken Fuß machen. Dafür ist die Lage viel zu ernst, darauf will ich eingehen. Ich will drei Dinge hervorheben oder anreißen. Das ist einmal die komplette Aufhebung des Kooperationsverbotes, dann ein Bund-Länder-Programm, das wir vorschlagen, also eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte, die wirklich auch unter Beteiligung des Bundes stattfindet und eben auch eine Offensive in der Hochschulfinanzierung. Die vollständige Aufhebung des Kooperationsverbotes im Grundgesetz und stattdessen die Verankerung der Gemeinschaftsaufgabe Bildung ist wirklich die zentrale Voraussetzung dafür, damit die bundesweiten Schieflagen im Bildungssystem von Bund und Ländern gemeinsam bewältigt werden können und man eben auch zu einer neuen Zusammenarbeit von Bund und Ländern und auch letztlich natürlich der Kommunen kommen kann. Das fordern wir jetzt seit über 10 Jahren. Und man muss zwar sagen, wenn der politische Wille da ist, dann könnte der Bund auch jetzt schon mehr machen, als er macht. Also das, glaube ich, muss man schon auch immer wieder betonen, könnte auch jetzt schon einen größeren Beitrag leisten. Ich erinnere mal an Programme wie Schulen ans Netz, die Offensive, die BIF-Offensive für mehr Erzieherinnen und Erzieher oder auch sozusagen der Digitalpakt. Das waren auch alles Punkte, sozusagen, wo es eine Länderzuständigkeit gab und wo trotzdem der Bund an irgendeiner Stelle einen Bedarf entdeckt hat oder ein politischer Bedarf von Parteien, Koalitionären gesehen wurde und man dann auch gehandelt hat. Also ich möchte sagen, es wäre jetzt schon mehr möglich. Ich finde, man muss auch jetzt schon Druck machen und der Bund versteckt sich schon sehr stark auch hinter dem Kooperationsverbot. Aber natürlich setzen wir uns dafür ein, dass es einfach eine rechtssichere Grundlage gibt und wir wollen die Verankerung der Gemeinschaftsaufgabe Bildung im Grundgesetz. Die Ampelkoalition im Bund
also hat recht blumig ursprünglich mal davon gesprochen, dass man die Zusammenarbeit von Bund und Ländern irgendwie neu gestalten möchte. Es wirkt uns jetzt doch so, dass es wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode nicht zu verbindlichen Veränderungen mit einer grundgesetzlichen Absicherung kommen wird. Ich glaube, es deutet viel darauf hin, dass man im Modus der Programmfinanzierung bleiben wird. Das ist aus unserer Sicht wirklich falsch. Aber dann müssen wir natürlich gucken, dass wenigstens diese Programme sozusagen so zielsicher dann auch wirken, dass man damit irgendwas erreichen kann. Die Programme, die es im Bereich der letzten, in diesem Bereich die letzten Jahre gab, die sind nie direkt an das Problem rangegangen, sondern sind ein Stück weit an der Oberfläche geblieben. Ne? Also das Programm Qualitätsoffensive Lehrerbildung zum Beispiel ist ja eins, was nur punktuell gewirkt hat und was eben auch immerhin, aber eben nur auch rein qualitative Aspekte behandelt hat und nicht den Personalmangel angegangen ist. Und es ist ein Programm, was 2023, also noch dieses Jahr, auslaufen wird. Und ein Nachfolgeprogramm ist bisher erstmal nicht in Sicht. Morgen wird im Bildungsausschuss unser jüngster Antrag für eine Ausbildungsoffensive für mehr Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher verhandelt. Darin fordern wir als Ergänzung zu den Eigenbemühungen der Länder ein Programm zur Finanzierung zusätzlicher Lehramtsstudienplätze für alle Schulformen. Es braucht wirklich Strategien gemeinsam mit den Ländern auch, um die Abbruchquoten bei Lehramtsstudierenden deutlich zu senken. Auch das ist schon gesagt worden. Wir müssen auch die Studien- und Ausbildungsbedingungen verbessern und eben die Qualität in der Lehre steigern. Und ich glaube, es muss auch klar sein, es braucht einen Rechtsanspruch auch auf einen Masterstudienplatz für alle Lehramtsstudierenden. Und letzter Punkt vielleicht an der Stelle auch eine seriöse Datengrundlage. Ja, die KMK muss ihre Berechnungsgrundlagen für die Vorausberechnung des pädagogischen Fachkräftebedarfs wirklich mal transparent offenlegen und vor allem dann auch der Wirklichkeit anpassen. Ein letzter Punkt, den ich noch sagen möchte, ich denke, das können wir dann später. Allerletzter Punkt gerne. Ja, genau, das möchte ich. Das können wir später diskutieren. Auch die Hochschulfinanzierung ist einfach ein wichtiger Punkt, weil natürlich darüber, zum Beispiel über den Zukunftsvertrag Studium und Lehre, dann auch Einfluss auf die Anzahl der Studienplätze und auch die Qualität des Studiums genommen werden kann. Da wollen wir uns dafür einsetzen, dass eine zusätzliche Säule Lehrerbildung sozusagen verankert wird, wo sich dann auch die Länder auf entsprechende verbindliche Quoten festlegen, wie viel Lehramtsstudienplätze auch geschaffen werden und ausgebildet werden. Da machen wir vielleicht einen Punkt erstmal. Wunderbar. Vielen Dank, Nicole. Bei mir war dein Video am Ende jetzt eingefroren, aber ich habe dich sehr gut verstanden. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so war. Weil jetzt ein paar der Inputs ein bisschen länger war, würde ich jetzt vorschlagen, wir machen keine weitere große Runde auf dem Podium, aber es gab zwei, drei Verständnisfragen. Die würde ich noch ins Podium geben und dann die Diskussion öffnen. Das heißt, wenn Sie oder ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne jetzt schon. Ich würde noch mal die Fragen reingeben. Das eine war, kann noch mal jemand was vom Podium zu den Abgelehnten sagen? Die Frage war, warum lehnen Hochschulinteressierte ab? Genau, die eine Antwort war, weil der NC so hoch ist. Vielleicht kann das nochmal jemand ausführen. Franzi, das ist in Berlin ein großes Thema. Vielleicht geht die Frage an dich, aber sonst auch gerne wer anders. Ich mache die anderen Fragen kurz dran. Dann kann auch jemand was zu den Abbrechern sagen. Das heißt, die Frage ist wahrscheinlich, weiß man was über die AbbrecherInnen? Erheben die Unis die Gründe? Wie versuchen sie, die Abbruchsquoten zu verringern? So würde ich die Frage mal paraphrasieren. Und die letzte Frage aus dem Chat wäre nochmal, hey, im Koalitionsvertrag, ich verstehe das so, Alfons Kunze, dass sich das auf den Bundeskoalitionsvertrag bezieht, dass eine Grundgesetzänderung angeboten wird und auch in Bezug auf das Kooperationsgebot. Das heißt, Nicole, vielleicht geht die Frage an dich oder auch Andreas. Die Fragen würde ich nochmal reingeben und dabei die anderen Gäste, Teilnehmerinnen, meldet euch gerne schon, wenn ihr Anmerkungen, weitere Fragen habt. Franzi. Ja, die erste Frage zu den Ablehnungen. Da ist es natürlich so, dass das Zulassungsverfahren standardisiert ist, also gewisse Fächerkombinationen, gewisse Studienplätze zur Verfügung stehen. Und wenn es mehr BewerberInnen gibt als Plätze, dann kommt der NC zum Tragen. Und das haben wir insbesondere im Grundschullehramt, das haben wir in Berlin auch ganz stark für Sonderpädagogik. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn gewisse Fächerkombinationen dann erschöpft sind, dann geht der NC sehr hoch. Und das ist auch der Fall, dass in manchen Fächern wirklich sehr, also dass der NC sozusagen
unerreichbar ist und eben viele Ablehnungen getätigt werden. Ich glaube, wir hatten 2.900 Ablehnungen im letzten Wintersemester. Und das sind aber nicht Personen. Das muss man auch noch mal dazu sagen, dass man ja unterschiedliche Anträge auf Zulassung stellen kann. Diese Bewerbungen haben auch abgenommen. Das heißt, wir haben einen Trend, der auch bundesweit nachzuvollziehen ist, dass immer weniger junge Menschen sich um ein Lehramtsstudium bewerben. Das ist auch in Berlin spürbar. Trotzdem finden wir das wichtig, dass die Hochschulen, wenn es dazu kommt, dass eben Fächerkombinationen nicht mehr verfügbar sind, aktiv in eine Ansprache gehen und versuchen, ein Alternativangebot zu unterbreiten. Das passiert bis jetzt noch nicht. Das heißt, die jungen Menschen werden abgelehnt und studieren dann kein Lehramt und gehen dann im Prinzip verloren. So, und dann die zweite Frage zum Thema Abbruch. Es ist so, dass die Abbruchgründe nicht erfasst werden von den Berliner Universitäten. Es gab eine Studie, die sogenannte FIPS-Studie, die versucht hat, auch Gründe herauszuarbeiten. Die meisten jungen Menschen gehen im Bachelor verloren. Und zwar während des Studiums. Und das ist eine sehr hohe Schwundquote. Also wir haben 3.500 Studienplätze, ich glaube ungefähr 3.000 Studienbeginner und aktuell 1.100 Absolventinnen. Also wenn man das jetzt 3 Jahre zurückrechnet, ist es schon so, dass hier eine enorme Schwundquote da ist. Und das ist natürlich ein wichtiges Problem zum Thema Studienqualität, was wir uns nochmal angucken müssen zum Thema Betreuung. Da haben wir gerade aktuell auch Auseinandersetzungen in Bezug auf die Betreuung im Studium. Aber da müssen wir nachher gleich nochmal zukommen. So viel vielleicht erstmal von mir. Danke, Franziska. Andreas? Ja, auch ein paar Kommentare bzw. Antworten auf diese Fragen. Also beim NC ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen, zum Glück gibt es in Deutschland wohl interessierte Kreise seit Jahrzehnten, die Werbetrommel dafür rühren, dass Recht auf eine Zulassung zum Hochschulstudium in Kapazitäten da sind. Und wie Franziska ausführte, gibt es eben das Problem dann, wenn Kapazitäten nachweisbar geringer sind als Bewerberinnen und Bewerber. Nur dann kann ein Numerus Clausus verhängt werden, kann eine Zulassung verweigert werden. Und leider haben wir eben genau diese Situation in vielen Ländern, auch in Berlin, dass die Hochschulen auch als Folge der Autonomie, die sie bekommen haben, auf andere Pferde gesetzt haben. So würde ich es mal sagen. Das ist sozusagen ein Kollateralschaden der Stärkung der Hochschulautonomie. Man lässt die Hochschulen in Ruhe, gibt ihnen Globalhaushalte und vertraut darauf, sie machen es schon richtig, dass die Hochschulen dann andere Prioritäten gesetzt haben, weil die Lehrerinnenbildung häufig das fünfte Rad im Wagen aus vielen Gründen ist. Da hat versucht, Berlin ein bisschen gegenzusteuern, aber ich glaube, über Zielvereinbarungen, die es ja in Berlin gibt, nach dem Motto, wer zahlt, schafft an, könnte man da die Hochschulen auch zu höheren Kapazitäten verpflichten. Bei den Abbrecherquoten gab es gerade vor kurzem eine Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Die wurde verkürzt dargestellt, dass ja im Lehramt die Abbrecherquoten geringer seien als im Durchschnitt aller Studiengänge. Das stimmt, was aber völlig unterging, ist, dass sich diese Zahl der Studienabbrecher in wenigen Jahren verdoppelt hat und eben jetzt im Durchschnitt bundesweit bei 20% liegt. Und das ist eine ganze Menge, ne? Wenn man sich das mal vorstellt. Jeder Fünfte, jede Fünfte erreicht den Studienabschluss nicht, dann sieht man mal, wo man ansetzen könnte, um den Lehrkräftemangel drastisch zu reduzieren, nämlich an der Studienqualität, an besseren Betreuungsrelationen, an Dauerstellen für Daueraufgaben, dann hätte man unmittelbare Steigerung des Outputs, ganz betriebswirtschaftlich gesprochen. Die Föderalismusfrage, ich habe mit Interesse vernommen, dass die Bundesbildungsministerin auch dafür steht, dass sie ein Kooperationsgebot haben möchte anstelle eines Kooperationsverbots. Und da werden wir eben die Ampelkoalition an ihren Worten messen müssen, ob sie da entsprechende Reformen einleitet. Ich bin da ziemlich skeptisch, weil im Prinzip leider auch die Länder, egal wie sie regiert werden, normalerweise kein Interesse daran haben, dass die Bundesebene gestärkt wird. Aber ich schließe mich da Nicole Gohlke an. Der Bund hat jetzt schon Möglichkeiten über den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken beispielsweise oder über die qualitätsoffensive Lehrerbildung Geld an die Hochschulen zu geben. Er müsste dieses nutzen und auch stärker nutzen können, um in der Fläche einen Kapazitätsausbau zu betreiben. Das kann er nämlich jetzt nicht. Und genau so eine Reform bräuchten wir. Dann könnte auch der Bund einen wichtigen Beitrag leisten.
Dankeschön, Andreas. Hannes, du bist der Nächste. Vorher wollte ich noch genau einen Post im Chat kommentieren. Genau, ihr könnt gerne spannende Infos auch im Chat posten, wenn das nicht überhand nimmt. Mir ist wichtig, die Veranstaltung, ne, heißt ja heute raus aus dem Mangel bundesweite Lösung für die Lehrkräfteausbildung. Das heißt, wer mich irgendwie kennt, weiß, dass ich in anderen Kontexten auch sehr gerne darüber diskutiere, wie man Schule anders machen kann und anders denken kann. Heute ist sozusagen das ein eingegrenzterer Fokus und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn wir bei der Debatte vor allem dabei bleiben. Hannes, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Genau, bei mir ist das Studium noch nicht so lange her, das Lehramtsstudium. Und dementsprechend wollte ich vielleicht einfach noch mal kurz auch so meine Eindrücke, die ich da sammeln konnte, auch so mit Leuten, die ich kennengelernt hatte, dadurch, dass ich erst nach einem Studium in Rheinland-Pfalz zum Referendariat nach Berlin gekommen bin, da wo ich auch nicht der Einzige war, der aus verschiedenen oder aus einem anderen Bundesland kam, konnte ich doch auch so ein bisschen Informationen so ein bisschen sammeln. Und ja, auch wenn das teilweise an den Unis vielleicht woanders manchmal ein bisschen besser gelaufen ist, bei mir in Rheinland-Pfalz, in Mainz, hatte man schon entdeckt, dass man über den Hochschulpakt mit den Lehramtsstudenten so in der Masse doch irgendwie die Uni ganz gut finanzieren konnte. War aber doch auch immer auffallend so ein bisschen, ja, die sind halt da und um die braucht man sich auch nicht so kümmern, das läuft schon irgendwie. Ganz auffallend fand ich da die Studienberatung, die war eigentlich gar nicht spezialisiert für die Lehrkräfte. Es gab zwar ein eigenes staatliches Prüfungsamt, aber was die Studienberatung angeht, da mussten wir uns immer an die Fachstudis halten. Und ich glaube, da wäre schon mal ein Ansatz, wo man auf jeden Fall schon mal ein bisschen steuern könnte. Wer möchte das studieren? Macht es Sinn und so weiter, dass vielleicht dann auch die Abbruchquote ein bisschen sinkt. Ich glaube, eine Sache, die mir begegnet ist, gerade immer im Gespräch mit Lehramtsstudis, mit Ehemaligen, mit Aktiven, war halt einfach die Frage, wie sehr, also immer dieses fachlich versus pädagogische, didaktische, wie gut ist das Verhältnis? Ich für meinen Teil hab den fachlichen Aspekt, also gerade Geschichte voll zu studieren, schon auch genossen. Aber man muss auf jeden Fall mal die Frage aufwerfen, braucht man als Lehrkraft ein Latinum und ein Graecum? Ja, dass ich beides im Studium auf jeden Fall erledigen musste. Das kam sehr oft auch von den Studis, so diese Anfragen, naja, wie fachlich soll es denn nun sein? Das ist auf jeden Fall was, wo man drüber diskutieren könnte. Ohne jetzt, dass man, finde ich, sagen muss, ne, wir wollen die Qualität fachlich komplett runtersetzen, aber was ist da, also wie könnte man das Ziel sicherer angehen? Und dann ein anderer Aspekt ist, glaube ich, auch noch, der irgendwie dann auch vor allen Dingen abschreckt oder vielleicht halt auch zu Abbrechen führt, sind zum Beispiel hier in Berlin das Praxissemester oder auch in anderen Bundesländern halt die Praktika, die ja eigentlich dazu gedacht sind, dass die Leute schon mal reinschnuppern können und entdecken können, ob das der richtige Beruf vielleicht für sie ist und auch schon wichtige Erfahrungen sammeln können, damit das später dann nicht vielleicht doch ein zu großer Schock wird. Leider aufgrund des aktuellen Lehrkräftemangels oder des bestehenden Lehrkräftemangels habe ich jetzt schon ganz oft mitbekommen, wie halt einfach die Leute schon eben in diesen Lernzeiten eigentlich schon benutzt werden, um Lücken zu füllen und dadurch halt teilweise einfach auch schon total überfordert werden und einfach verheizt werden geradezu. Und das gibt es in verstärkter Version dann auch noch natürlich im Referendariat. Ich habe das auch gerade im Chat gelesen, auch darüber müssen wir reden. Dieses Referendariat hat sich schon während meines Studiums die ganze Zeit angekündigt, auch durch ältere Semester, die ich kennengelernt hatte und dann auch das miterleben durfte. Da hat man nicht mit Freude drauf geblickt. Und das sind einfach so Sachen, dass zum Beispiel auch es bei uns im Seminar total unterschiedlich war. Während ich Glück hatte, und vielleicht deshalb auch hier sitze, dass ich halt erstmal mit Hospitation und solchen Sachen anfangen konnte und Mentoren hatte, die sich um mich kümmern konnten, ohne dass die übrigens Stundenermäßigung oder sowas dafür bekommen haben, durften andere ab der ersten Woche direkt eine Klasse leiten und haben ihr volles, ich glaube ungefähr 10 Stunden sind es im Referendariat, Deputat selber unterrichten müssen. Na, also wenn wir halt schon an diesem Punkt sind, dass wir die Leute, die in der Ausbildung sind und eigentlich jetzt was lernen könnten und dann später brauchbar für uns sind, schon so verheizen, dann wird es schwierig. Hannes, danke dir. Ich würde auch aus Zeitgründen. Ich würde noch, bevor ich jetzt die Diskussion öffne, kurz fragen. Nicole, hattest du Technikprobleme oder konntest du die ganze Zeit folgen? Weil du ganz kurz Rückmeldung.
Ja, ich musste mich leider gerade über ein anderes Gerät nochmal neu einwählen und habe tatsächlich ein paar Sachen nur so halb mitbekommen. Deswegen habe ich mich jetzt auch nicht nochmal zu Wort gemeldet, aber jetzt hoffe ich, bin ich wieder da und das kriegen wir wieder hin. Wunderbar, schön. Dann wollte ich, wenn wir jetzt die Diskussion öffnen, nochmal reingeben. Ich fand das sehr spannende Wortbeiträge gerade. Ne? Ich fand auch den Punkt, Hannes, was du gesagt hast, hey, Steuerung, Beratung an der Uni ist, um die Abbruchsquote zu verringern, ist auch ein Steuerungselement. Und nochmal, die Veranstaltung heißt ja eine bundesweite Lösungsansätze für den Lehrkräftemangel. Das heißt, ich würde mir wirklich wünschen, dass sozusagen, auch wenn es Erfahrungsberichte gibt, wir kommen, was kann man denn jetzt tun? Es gibt Vorschläge im Raum für einen Staatsvertrag, für eine Ausbildungsoffensive. Gleichzeitig gab es massive Kritik an der Kultusministerkonferenz. Das heißt, ist die Kultusministerkonferenz die Institution, wo dann so ein Staatsvertrag beschlossen wird? Haltet ihr das nicht für realistisch? Wer soll das dann machen? Das sind ja Fragen. Das heißt, lasst uns gucken, dass wir wirklich in so eine lösungsorientierte Debatte kommen, bei aller berechtigten Kritik und Frust, den wir, glaube ich, alle teilen. Und bei den Wortbeiträgen würde ich auch bitten, so fasst euch präzise. Wenn es länger als 3 Minuten wird, dann würde ich auf jeden Fall euch abbrechen und freue mich jetzt auf die Wortbeiträge. Eberhard, du bist als nächstes dran. Ja, ich wollte zu Andreas Keller erst sagen, er hat ja hingewiesen, dass die Darstellung über die Abbrecherquoten unzutreffend sind. Man muss auch bedenken, dass in der Bachelorphase nicht registriert wird, wer Lehramtsstudierender ist. Und wer dann in den Fächern studiert, aber das Lehramt verlässt, wird dabei gar nicht erfasst. Und also es sind verschiedene Landesstatistiken so und an den Hochschulen, wo Bachelor und Master eingeführt ist, sodass die tatsächliche Schwundquote noch wesentlich höher ist als 50%, zum Teil 80%. Und die Frage ist, ob wir uns bundesweit nicht nur für das einsetzen müssen, was die GEW fordert, also 2 Lehrämter, Primarstufe und dann Sekundarstufe 1 und 2, so wie das in Berlin ja auch umgesetzt ist, sondern dass wir uns auch einsetzen müssen für eine völlige Neuorganisation des Lehramtsstudiums. Diese Hochschulen, die nach betriebswirtschaftlichen Kriterien Schwerpunkte setzen für den Personaleinsatz, denen muss man das bundesweit nehmen, dass sie sich wegducken aus der Aufgabe der Lehrerinnenbildung. Und die andere Frage ist, ob man dieses Zweifachstudium, wo 2 Fächer so studiert werden, jedes einzelne Fach, wie es sonst ein Einfachstudent hat, plus Pädagogik bei den Lehramtsstudierenden, ob man das nicht so ändert, dass von Anfang an ein Lehramtsstudium eingeführt ist, wo reflektierte Praxis, also nicht nur diese kurzen Praktika, stattfinden. Es gibt Hochschulen in Niedersachsen, wo ich es kenne, die an einem Tag in der Schule sind und bei verschiedenen Aufgabenstellungen Schülerinnen und Schüler beobachten, Lehrerverhalten beobachten und auch Unterrichtsversuche machen, sodass dieser Bruch nicht da ist. Aber das durchgängige Lehramtsstudium würde auch bedeuten, dass man über die Frage, die Hannes angesprochen hat, zur Frage, wie viele Stunden Fachlichkeit mit welchen Themenschwerpunkten wirklich notwendig sind, für eine gute fachliche Vorbereitung fürs Studium. Also eine Offensive zum Lehramtsstudium, denke ich, brauchen wir von der GEW, aber auch von der bundespolitischen Linken. Und dazu gehört, also das Motto ist dann, das Lehramtsstudium studierbarer machen, als es bisher ist. Und die andere Frage hat Andreas gesagt, die man mit Werf sofort umsetzen kann. Und da muss man gar nicht lange warten, mehr Personal in die Lehrerbildung auf vollen Dauerstellen. Das sind ja bisher prekär Beschäftigte, die nur wenige Jahre in ihrer Zeit vor und nach der Promotion nebenbei auf Lehramtsbildung machen. Ich bin fertig. Lehramtsbildung machen und darum brauchen wir die vollen Dauerstellen. Wunderbar, Dankeschön. On point. Und waren ja auch ein paar sehr konkrete Vorschläge dabei. Ich habe einen wichtigen Punkt nochmal verstanden, als hey, wenn es um eine Ausbildungsoffensive geht, muss man die nicht nur quantitativ denken, sondern auch qualitativ. Wie kann man das Studium eigentlich organisieren? Das fand ich einen sehr zentralen Punkt. Konstanze, du bist die Nächste. Okay, danke schön. Ich habe auch ein paar konkrete Vorschläge, soll ja schnell gehen. Ich bin auf jeden Fall für eine pädagogische Hochschule, weil ich habe an der Humboldt-Universität studiert und da ist man das, so ein bisschen das letzte Rad am Wagen. Man wird durchgeschleust irgendwie oder man wird rausgemobbt. Beides fand statt. Das heißt, wir brauchen eine eigene Uni oder wir brauchen eigene Bereiche,
wo nur die Lehrämter stattfinden. Was auch mir in der Praxis aufgefallen ist, das, was in Berlin ja, gibt es ja nur noch Grundstufe Sek 1 plus Sek 2. Das schreckt auch einige ab, weil natürlich das Abitur für einige Lehrkräfte, die sagen, traue ich mir gar nicht zu, weil man da doch natürlich eine wesentlich höhere Fachlichkeit braucht, als man es bis Klasse 10 braucht. Auch da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass wir die Idee mit dem kleinen und dem großen Master, die mal existierte, wieder aufnehmen, weil viele sagen, nee, Abiturstufe möchte ich einfach nicht, aber man muss halt im Ref da irgendwie durch und dann an der Fachlichkeit scheitern. Gerade was so Mathe, Physik, Chemie angeht, auch Geschichte sind da jetzt nicht unprädestiniert. Zweiter Vorschlag, wir brauchen mehr Lehrkräfte, auch in der Ausbildung, schon an den Unis. Ich hatte Leute, die mich ausgebildet haben, die selber nie eine Schule von innen gesehen haben. Also was soll ich mit denen? Die haben mir immer irgendwas von einer idealtypischen Schule erzählt. Ich habe immer gefragt, wo es sie gibt, konnte mir keiner erklären, wo es sie gibt, habe ich nie gefunden, lustigerweise. Also da viel mehr Austausch zwischen Schule, Uni, Praxissemester. Praxissemester finde ich eine gute Idee, sollte aber auch keine Abschreckung sein. In Berlin wird es als Vertretungsunterricht genutzt. Also da kommt man rein, macht Vertretungsunterricht. Das hat nichts mit Ausbildung zu tun. Wir brauchen auch im Referendariat viel dezidiertere Ausbildungsgänge. Jetzt wollen sie in Berlin ja auch noch die Referendar stellen. Also im Sinne, dass man als Fachseminarleiter jetzt auch noch mehr Lehrkräfte ausbilden soll. Das ist völliger Blödsinn. Die Kurse sollten so klein wie möglich sein. Also auch da viel mehr Leute rein, damit dieser Beruf auch schon von vornherein viel attraktiver ist. Und wie gesagt, wir brauchen eigene Unis für Lehrkräfte und eine 100% Betreuung. Und wir wollen eigentlich als Lehrkräfte auch endlich wahrgenommen werden an den Unis. Und das findet einfach nicht statt. Danke, Konstanze. Wir machen das so, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Wortmeldungen sagen. Manchmal waren konkrete Vorschläge dabei, manchmal auch vielleicht noch eine Nachfrage. Das heißt, wir geben später den Ball auch nachher nochmal zurück aufs Podium. Jonas, du wärst der Nächste. Ja, danke schön und vielen Dank auf jeden Fall für die Organisation hier von der Veranstaltung. Ich bin selbst jetzt seit 2 Monaten tatsächlich aus dem Lernstudium raus und hätte auch noch mal eine Frage so in die Runde bezüglich der Abbruchsquoten. Denn früher galt ja das Fach Lehramt, das Studienfach Lehramt als einer der Studienfächer, die eigentlich am seltensten abgebrochen werden. Und das hat sich ja jetzt innerhalb der letzten 10 Jahre ganz schön radikal geändert und was meiner Meinung oder was mir ja aufgefallen ist, vor etwa 10 Jahren wurden ja doch in vielen Bundesländern das Bachelor-Master-System auch für das Lehramtsstudium eingeführt. Und ob es da vielleicht eine Korrelation gibt, so, weil ich persönlich auch in meinem Studium gemerkt habe, dass durch diese sehr starke Modularisierung ich tatsächlich jetzt auch nicht die größten Wahlfreiheiten hatte und dementsprechend auch nicht die größte Möglichkeit, so mich überhaupt in meinem Studium auszuleben, beziehungsweise mich halt auch mal langfristiger, vielleicht intensiver mit Inhalten zu beschäftigen, da ich im Prinzip von Fach zu Fach zu Fach hin und her sprengen musste und jedes Semester aufs Neue und jede Hausarbeit aufs Neue ein ganz unterschiedlicher Themenbereich war, als den ich vorher so gekannt hatte. Genau, und dann noch vielleicht noch als Input, was mir jetzt halt auch, ich habe persönlich an der UdK studiert hier in der Berlin, also an der Universität der Künste. Und da ist es ganz klar, dass man sein Zweitfach natürlich an einer anderen Universität hier in Berlin leisten muss, also an der FU, an der HU oder an der TU. Das hat für mich natürlich bedeutet, dass ich oftmals sehr viel hin und her pendeln musste und dementsprechend natürlich auch mein Studium so ausrichten musste, dass ich an einem Tag meine FU-Kurse mache und an einem anderen Tag dann meine UdK-Kurse, wo dann natürlich auch so ein bisschen die Wahlfreiheit eingeschränkt wird und das einfach auch nochmal eine zusätzliche Belastung darstellt, weil natürlich diese Universitäten auch selbst sehr unterschiedlich in der Struktur sind. Und da ist es mir schon aufgefallen, dass es schon so einfach an vielen Kleinigkeiten einfach hapert. Also beispielsweise haben ja alle Kunstuniversitäten jedes Jahr einen Rundgang, der sehr, sehr wichtig auch für die Studierenden ist, wo sie ihre Arbeiten präsentieren können. Und in dieser Rundgangswoche ist halt auch für uns Kunstlehramtsstudierenden von der UdK jedes Mal aufs Neue von unserer Zweituni beispielsweise die Klausuren für Pädagogik reingehauen, obwohl wir wirklich in dieser Woche sehr, sehr gut teilweise ausgelastet waren. Ja,
So viel. Also gerne, ich hatte jetzt die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, gar nicht an irgendwen Spezielles, aber vielleicht mag sich dazu ja jemand äußern. Danke. Dankeschön, Jonas. Wir sammeln und genau, ich sehe gerade, dass sich auch 4 Leute melden. Die 4 würde ich noch dran nehmen und dann nochmal zurückgeben. Und Pia, du oder sie sind die Nächste. Ja, vielen Dank. Gerne du. ja, ich melde mich hier so oder ich höre zu in der Doppelrolle. Ich bin einerseits Personalrätin und Leitungsteam der GEW NRW im Bereich Hochschule und Forschung, kenne es also auch so auf der Landesebene, die ganze Problematik. Bin aber gleichzeitig auch tatsächlich Mitarbeitende in der Qualitätsoffensive Lehrerbildung an der Uni Wuppertal, eine ja hier recht wichtige lehrerbildende Hochschule, und möchte noch auf den Lösungsvorschlag, der jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, nochmal zurückkommen und den nochmal vielleicht konkretisieren oder auch klar machen, dass ja mit der Qualitätsoffensive Lehrerbildung wurden extrem viele eigentlich junge Forschende oder Menschen, die schon bereits in der Praxis waren und nochmal an die Uni zurück wollten und die wirklich Interesse haben daran, Lehrkräftebildung aus einer forschenden Perspektive zu betreiben, aber auch unglaublich gerne lehren, wurden ja eigentlich rekrutiert, muss man sagen. Also ich bin in einer Nachwuchsgruppe mit noch 5, 6 anderen KollegInnen unterschiedlicher Fächerkombis, die wir alle Lehramt studiert haben und alle irgendwie zum Teil schon im Referendariat waren, Praxiserfahrung, wie auch immer, gleichzeitig aber auch uns weiterqualifizieren wollten, also alle promovieren. Jetzt sind wir alle kurz vor Promotionsabschluss. Das Projekt endet Ende diesen Jahres. Und es ist wirklich mir schleierhaft, wie man so Strukturen schaffen kann. Ne? Und beispielsweise an der Uni Wuppertal, wir haben Foren kreiert, haben Kooperationen unterschiedlichster Art zwischen den Fächern. Genau, bei uns hieß das hier Kohärenz in der Lehrkräftebildung. Also wir haben die Fachwissenschaften, die Fachdidaktiken und die Erziehungswissenschaft oder Bildungswissenschaften, wie man sie nennen mag, miteinander nicht nur ins Gespräch gebracht, sondern auch wirklich, also wirklich de facto aktiv auch in unseren Lehrforschung oder in unseren Seminaren und unterschiedlichen Lehrforschungsprojekten etc. Das etabliert und das fällt jetzt einfach sozusagen weg Ende 23. Also es ist super widersinnig. Also da wäre so viel an Möglichkeit natürlich, die das Personal für die Lehrkräftebildung einfach aufzustocken innerhalb kürzester Zeit. Es sind jetzt schon ziemlich gut zusammenarbeitende Teams entstanden. Es sind jetzt die Strukturen entstanden und ja, also dass diese Qualitätsoffensive nach einer Projektlogik läuft und daraus nicht Dauerstellen resultieren, ist für mich absolut zweifelhaft. Genau, das wollte ich noch reinbringen. Danke auch da vielleicht nachher die Frage, vielleicht nachher an Nicole und Andreas, vor allem, was ihr der Verhandlungsmöglichkeiten seht. Nicole, du hast es vorhin auch schon angesprochen, das Auslaufen. Gabriele, bitte. So, hallo. Möchte noch einen Aspekt mit reinbringen. Die Frau, die Konstanze Doberke hat ja vorhin von den häufig sehr praxisunerfahrenen Ausbildern an den Hochschulen gesprochen. Ich möchte das erstens bestätigen, dass ich das auch schon mitbekommen habe, teilweise auch fachfremde Ausbilder, nicht nur praxisferne, sondern auch fachfremde. Was ich noch sagen will, wenn wir jetzt so viele Quereinsteiger, Seiteneinsteiger und weiß der Himmel, welche Qualifikationen da noch alle dazukommen. Das muss ja auch erstmal nichts Schlechtes sein. Aber was mir immer ein bisschen zu wenig ins Gespräch kommt oder zu wenig Maßnahmen dafür ergriffen werden, ist eben dann die fortlaufende, fundierte Fortbildung während dieser Praxis. Ne? Also dass man dann wirklich auch sagt, wir bauen da eine Struktur auf, damit das, was eben nicht durch ein grundständiges Studium geleistet werden konnte, dann eben nach und nach praxisbegleitend geleistet werden kann. Und da finde ich, ist eben auch vieles im Argen. Also möchte ich jetzt gar nicht näher ausführen. Eine Sache möchte ich gerne auch noch loswerden, weil ich, das geht jetzt ein bisschen weg von diesem ganz pragmatischen und auch produktiven, konstruktiven. Es geht jetzt einfach so ein bisschen nochmal in so eine Reflexion, wo stehen wir eigentlich?
Also wenn man sich diese Zahlen anschaut, wie viele Lehrer ausgebildet wurden, was unternommen wurde, es ist ja schon seit Jahrzehnten klar, wir haben zu wenig Lehrer. In Berlin haben wir schon seit sehr langer Zeit 10% der Schüler, die keinen Abschluss haben, also wirklich besorgniserregend. Und trotzdem wurde nichts gemacht. Und das ist eigentlich, wenn wir diesen Anspruch Bildung für alle haben, ist es eigentlich vollkommen irrational. Und das kommt mir immer wieder in den Kopf. Also ich frage mich tatsächlich, wenn entweder es ist irgendwie eine große Dysfunktionalität, Sie haben es ja vorhin, wurde es auch unterschiedlich angesprochen, zwischen Land und zwischen den Ländern und dem Bund. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es allein nur das ist. Ich frage mich einfach, ob es auch so ist, dass wir an der Stelle stehen, dass wir diesen Wert Bildung für alle auch nicht mehr aufrechterhalten, aus welchen Gründen auch immer, und eben tatsächlich unsere öffentliche Schule eben dann auch in Richtung geht, was wir von manchen Ländern kennen, dass es eben eine öffentliche Restschule ist. Also das würde ich ganz schrecklich finden, da möchte ich auch nicht mitmachen, aber ich möchte es einfach auch mal aussprechen, dass ja solche Fragen müssen ja auch gestellt werden bei diesem extrem Missmanagement. Wie kann man sich das erklären? Vielleicht gibt es da auch noch Gedanken von den Anwesenden. Danke. Dankeschön, Gabriele. Ich habe das auch so ein bisschen die Verknüpfung zwischen Lehrkräftemangel und Bildungsgerechtigkeit verstanden. Ich finde das total spannend. Erich Wieseke, bitte. Ja, schönen guten Abend aus dem Süden. Folgende Punkte in Anlehnung an Andreas Keller. Das erste ist, wir haben in Deutschland bisher kein kohärentes Qualitätsmanagement der vier Phasen der Lehrerbildung. Das heißt also von Studium, Referendariat, Einstiegsphase, Etablierung. Von der Exitphase zum Ruhestand rede ich jetzt mal nicht. Diese vier Phasen sind alle getrennt unterschieden. Und die Haltungsentwicklung einer Lehrkraft funktioniert nur, wenn ich in allen vier Phasen eine rote Linie habe, nach der diese Haltungsentwicklung des pädagogischen Ethos geht, auch in der Reflexion und Wertschätzung seitens der Gesellschaft und derjenigen, die die Daseinsvorsorge in Anspruch nehmen des Staates. Zweitens, wir haben im akademischen Raum keine ausreichenden etablierten Gelenkstellen im Hochschulbereich. Wir haben früher mal gedacht, die Professional School of Education, die PSE, wären es. Aber sie müssen forschungsbasiert und Stellen hinterlegt sein, nicht projektartig, sondern dauerhaft in der Aufbaustruktur und Arbeitsstruktur verankert sein. Nicht nur der akademischen Phase, sondern kohärent erste bis vierte Phase. Wir benötigen ein neues Verständnis von Theorie und Praxis. Ich nehme nur exemplarisch zwei Elemente der Leuchtturmprojekte, Reallabore, dass Hochschule und Forschung ins Feld gehen, in die Schule, oder zum Beispiel den Master mit Referendariat. Also eine gesplittete Bachelorphase, die danach mit dem zukünftigen Arbeitsplatz kombiniert in den Master geht. Ich vermeide hier das Wort duale Lehrerausbildung, weil da müsste man gesondert zur Stellung nehmen. Ein ganz kritischer Punkt für unseren Beruf ist der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wenn man sich Zahlen deutschlandweit anschaut, kommt im Schnitt nur jede vierte Lehrkraft nach einem dauerhaften Einsatz im Dienst hinten gesund und dienstfähig an, gesund in Relation zum Altersrückbau, nenne ich es jetzt mal. Wir haben in den einzelnen Bundesländern sehr schlechte betriebsärztliche Systeme. Es gibt sogar ein Bundesland, das bis heute noch keine Betriebsärzte hat. Im Süden ganz groß, in der anderen Richtung bei uns. Die meisten Bundesländer haben kein betriebliches Gesundheitsmanagement. In der freien Industrie eine völlige Selbstverständlichkeit und auch von Tarifverträgen, Herrn Betriebsvereinbarungen durchsetzbar, fehlt bei uns. Elemente des betrieblichen Gesundheitsmanagements nach der EU-Verordnung von 1996. Wir schreiben unterdessen das Jahr 2023. Das Einzige, was klappt, ist die Arbeitssicherheit, weil das Arbeitssicherheitsgesetz von 1977 die sächlichen Träger über die Unfallkassen dazu zwingt, einzuspalten. Das ist aber auch das Einzige, was hier funktioniert. Und als letztes, als Impuls, die Struktur der Lehrämter in vielen Bundesländern liegt immer noch mit der Schulstruktur zusammen. Wir sind uns aber schon lange einig, wir müssen die Entwicklungsphasen der Kinder und Jugendlichen nehmen, dass das entsprechend passt zu Lehrämtern und nicht umgekehrt von der Aufbaustruktur der Schulen. Danke. Danke dir. Wunderbar. Liebe Anne, du hast dann erstmal jetzt das Schlusswort, bevor es dann nochmal ins Podium geht. Ich habe auch ein paar Fragen mitgeschrieben. Ich denke, die anderen Podiumsteilnehmerinnen auch. Bitte schön.
Danke für diese Runde. Ich bin die Vorsitzende des Hochschullehrerbundes, also die Gewerkschaft in Gänsefüßchen der Fachhochschulprofessuren. Und ich würde mir wünschen, wenn wir die Perspektive auch erweitern auf die mangelnden Berufsschullehrerinnen und auch auf den Koalitionsvertrag, in dem steht, dass der Senat die Kooperation mit HAW in der Berufsschullehrerausbildung vor allen Dingen prüft. Also bevor wir darüber nachdenken, eigene Unis für Lehrkräfte zu gründen, sollte uns bewusst sein, dass an den HAW vorherige Praxis-Einstellungsvoraussetzung von uns Professorinnen ist. Und, ganz kurz sagen, Entschuldigung, weil du Senat, von welchem Koalitionsvertrag sprichst du, welches Bundesland, ganz kurz? Berlin. Danke. Also in dem Koalitionsvertrag steht es drin. Ja, ich würde einfach gerne wissen, wie die Linke steht zu der Ressource HAW in der Lehrkräfteausbildung. Ich beobachte das beispielhaft an Studiengängen der Medientechnik, von denen ich weiß, dass dort Berufsschullehrer gebraucht werden. Und dort ist es aber nicht möglich, dass ein Bachelor of Engineering, der HAW, übergeht in einen Master of Education der TU. Da sind wir mit Bologna, haben wir das nicht zu Ende gedacht. Und warum ein Master of Education an einer HAW nicht vergeben werden darf, erschließt sich mir auch nicht. Also da würde ich mich über die Ressource auch der Alice-Salomon-Hochschule besonders für die sozialen Berufe sehr wünschen, dass wir die einfach im Blick nehmen und die mit integrieren in die Diskussion des Mangels in Berlin. Dankeschön. Vielen Dank. Ich würde versuchen, ein paar Fragen zusammenzufassen und dann könnt ihr vier Podiumsteilnehmerinnen ja gucken, wer welche Fragen beantwortet. Ich fange mal von hinten an. Gerade die Frage ist ja noch frisch. Wie sieht die Linke die Ressource der fachlichen Hochschulen für die Lehrkräfteausbildung? Dann hatten wir das Thema Qualitätsmanagement. Ist auch das eine wichtige Steuerungsfunktion für die Lehrkräfteausbildung und die Lösung des Lehrkräftemangels? Dann gab es die Frage 2023 fällt, ich habe den Namen gerade leider mir nicht notiert, aber fallen die Gelder der Bundessteuerung weg für die Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Dankeschön, Nicole, dass du mich gerettet hast. Dazu ist die Frage vielleicht, was macht man damit? Kann man dagegen umsteuern? Gibt es alternative Programme, die aufgelegt werden sollen? Dann gab es die konkrete Frage, Abbruchsquoten bei BA und MA im Lehramt. Gibt es da irgendwelche Hintergründe oder Hinweise darauf, dass es auch hier einen Zusammenhang gibt zwischen der Umstellung von dem alten Lehramtsstudium auf das BA-MA-Studium, war eine konkrete Frage. Und dann haben wir ein bisschen diesen großen Komplex, ich will den gar nicht so krass ausweiten, also ein bisschen die Frage, die auf dem Chat aufgeführt ist, so pädagogische Hochschule versus Stärkung der Zentren für Lehrkräftebildung. Das war so ein bisschen die Frage. Das waren die meisten, die ich mir mitgeschrieben hatte. Und dann wurde unisono eigentlich gesagt, dass man raus muss aus der Projekteritis und es mehr unbefristete Stellen an den Unis braucht. Da könnt ihr auch gerne zur Stellung nehmen, wenn ihr es unterstützen oder anders sehen wollt. Das waren die wichtigsten Punkte, die ich mir notiert hatte. Ergänzt gern weitere Fragen und nehmt zu weiteren Fragestellungen, wenn ich nicht alle erwähnt habe. Wer möchte denn gerne anfangen? Andreas, war das eine Meldung? Ja, aber du kannst gerne Nicole, die war schneller. Achso, stimmt. Nicht die Gelegenheit gehabt. Gerne jetzt. Nee, also genau, ist mir eigentlich egal. Ich dachte, jetzt haben sich alle gemeldet. Aber genau, jetzt fange ich einfach mal an. Und genau. Ich wollte als erstes mal sagen, zu der qualitätsoffensive Lehrerbildung oder dieser Programm- und Projektorientierung, ne? Das ist genau das große Problem. Also, dass natürlich auch es immer auch teilweise gute Impulse von solchen Programmen gibt. Ne? Also, das stellt ja gar keiner in Abrede. Und manchmal sind das auch genau richtige Sachen. Aber eben diese Befristung, diese dauerhafte sozusagen Befristung in diesen Programmen, diese Begrenzung, das ist einfach ein grundsätzliches Problem, weil eben dadurch keine dauerhafte Planung möglich ist, keine dauerhafte Lösung möglich ist. Und deswegen sagen wir eben gerade, wir brauchen eigentlich, also wir müssen sozusagen auch gerade mit der Frage Lehrkräftemangel und auch Qualitätssicherung in der Lehrkräfteausbildung müssen wir halt
reinkommen in die Grundfinanzierung der Hochschulen. Ja? Und deswegen ist es aus unserer Sicht so wichtig, dass man letztendlich an den Zukunftsvertrag Studium und Lehre rangeht, dass man den wirklich bedarfsgerecht ausstattet und dass da auch eine Säule drin verankert wird, die sozusagen diese Dimension eben abbildet. Also was natürlich nicht passieren darf, ist, dass sozusagen der bisher schon in Teilen ja unterausgestattete Zukunftsvertrag, dass der sozusagen das jetzt einfach nur noch mit kompensieren soll. Das wird sicherlich nicht zu einer Verbesserung führen, sondern dass da tatsächlich eine neue Säule verankert wird und dass dann eben sich auch die Länder wirklich verbindlich auf Zielquoten in diesem Bereich auch festlegen und committen. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Hebel da drin. Grundsätzlich habe ich auch das Gefühl, dass der Bund einfach, also ich finde es schon erstaunlich, dass auch die Ampelkoalition das ganze Thema Lehrkräftemangel, was ja wirklich nicht vom Himmel gefallen ist und wirklich nicht erst seit der Heute-Show bekannt ist, dass das etwas ist, was nicht mal in den Koalitionsvertrag eigentlich Eingang gefunden hat und was auch von der Ampel bisher überhaupt nicht proaktiv zum Beispiel in den Bildungsausschuss mit eingebracht wird. Also das ist wirklich ein Umschiffen dieser Thematik. Das ist schon ziemlich dramatisch. Deswegen bin ich natürlich auch dankbar, dass jetzt von mehreren Seiten, wie auch der Heute-Show, irgendwie Druck gemacht wird. Wir haben ja schon bei Ich bin Hanna und bei der GEW und bei anderen Sachen, sozusagen beim Templiner Manifest und so weiter, immer gesehen, dass es diese Anstöße von außen irgendwie braucht, damit sich Politik auch bewegt. Aber es ist tatsächlich auch so, also wir behandeln jetzt morgen diese Sache im Ausschuss nur, weil wir einen Antrag eingebracht haben, nicht weil die Koalition irgendwie fände, sie müsste zu diesem Thema aktiv werden. Das heißt, diese Haltung, man wälzt das komplett auf die KMK ab, die aber aus meiner Sicht wirklich ausgesprochen dysfunktional arbeitet, das ist schon ein grundsätzliches Problem. Deswegen müssen wir dranbleiben an der Frage Gemeinschaftsaufgabe Bildung ins Grundgesetz. Manchmal hat man das Gefühl, ich finde, es ist richtig, also die Frage, wie schnell man so eine Gemeinschaftsaufgabe verankert bekommt, das ist ja wirklich, das steht in den Sternen. Stark-Watzinger hat sich zwar mal so in diese Richtung geäußert, aber immer wenn ich sie sozusagen auch im Ausschuss Nachfrage, wie das konkret aussieht, dann hat man das Gefühl, dass es am Ende nur um sowas wie den Digitalpakt geht. Also, dass nicht das große Ganze gedacht wird, Hochschulfinanzierung, Schulfinanzierung, Gebäude, Lehrkräfte, sondern dass sozusagen es immer um sehr einzelne Stellschrauben tatsächlich nur geht. Ich glaube, das ist ein sehr begrenztes Verständnis, gegen das wir natürlich sozusagen angehen müssen. Mein Gefühl ist mit den Vorschlägen, also mit dieser dauerhaften Fehlberechnung in der KMK, ja, zu was die tatsächlichen Bedarfe anbelangt. Und jetzt auch noch mit diesen Empfehlungen. Also manchmal fragt man sich, was in der KMK wirklich, verhandelt werden kann. Ich würde mir wünschen, dass die dazukommen, also so einen Staatsvertrag zum Beispiel zu verhandeln. Ich bin manchmal nicht sicher, wie sehr und wie schnell sie das vor allem können. Wichtig ist einfach, dass wir zu mehr Verbindlichkeit kommen. Das ist das große Credo, glaube ich, dass wir das große Credo, was über allem steht und dass sich vor allem die Bundesländer mal mehr als Kooperationspartner als Konkurrenten zueinander verstehen. Ja, das glaube ich, so ein Umdenken bräuchte es auf jeden Fall. Ich mache an der Stelle jetzt mal Schluss und schaue dann, was noch übrig bleibt oder was nochmal nachgefragt wird in der zweiten Runde. Wunderbar, danke Nicole. Dann Andreas, du hast dich als nächstes gemeldet. Ja, vielen Dank. Also das sind ja so viele tolle, spannende, gehaltvolle Fragen, dass es echt schwerfällt, eine Auswahl zu treffen. Das muss ich aber, weil ja die Zeit begrenzt ist und ich picke einfach ein paar Sachen raus. Ich fange mal an mit dem Eberhard. Also vielen Dank für diese Fragen und vor allem auch den Hinweis nochmal darauf, dass man sehr differenziert hinschauen muss, wenn man über Abbrecherquoten spricht. Weil, wie du zu Recht gesagt hast, Eberhard, teilweise wir gar nicht wissen in Bachelorstudiengängen, wer eigentlich Lehramt studiert. Wenn es sich um polyvalente Studiengänge handelt, muss man sich nämlich noch gar nicht festlegen, welchen Abschluss man anstrebt. Und wenn jemand einen Bachelor macht und mit dem Master nicht weitermacht, entweder weil er oder sie nicht will oder weil er oder sie keinen Studienplatz kriegt, ist das formal kein Studienabbruch, weil es ja ein neuer Studiengang ist. Und das ist genau ein großes Problem in diesem Beruf und viele entscheiden in diesem Studium entscheiden sich genau bei diesem Übergang anders oder kriegen eben die Studienplätze nicht, weil es auch hier ein hartes Numerus Clausus teilweise gibt. Gut auch, Eberhard, dass du nochmal beleuchtet hast, dass die strukturelle Reform der LehrerInnenbildung, für die GEW steht. Wir haben vor einigen Jahren
Leitlinien für eine innovative Lehrerinnenbildung vorgelegt, dass das auch ein Beitrag zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels sein kann. Deswegen haben wir in unserem 15-Punkte-Programm auch einen Punkt 13, neue Wege. Und angesprochen wurde auch von anderen eben das Thema zum Beispiel der Einphasigkeit der Lehrerinnenbildung, was totgesagt war. Also die Idee, dass man Theorie und Praxis sehr frühzeitig integriert und aufeinander bezieht, also nicht erstmal ein Theoriestudium macht und dann wird ein Referendariat dran geklatscht, wo alle gesagt bekommen, vergesst alles, was ihr studiert habt, sondern dass wir das integrieren, aber auch die Praxis wissenschaftlich reflektiert wird. Das ist dann auch was anderes als ein duales Studium, wo man einen festen Arbeitsplatz hat und zugeordnet ist und auch wiederum Eigenlogiken dann an dieser Praxis hat, sondern ein integriertes Studium hätte viele Vorzüge. Wir sind dafür, Modellversuche zu starten, weil die könnten am Ende auch ein kürzeres Studium bedeuten, ohne die Wissenschaftlichkeit aber in Frage zu stellen. Und die Wissenschaftlichkeit der Lehrkräfteausbildung ist eine große Errungenschaft. Und aus dem Grund teile ich auch die Skepsis, die Thomas Lippmann hier im Chat ausgedrückt hat gegenüber den pädagogischen Hochschulen. Also ich will jetzt gar nicht die Lanze dafür brechen, dass man bestehende pädagogische Hochschulen in Baden-Württemberg in Frage stellt. Aber Thomas hat zu Recht darauf hingewiesen, wenn über PHs diskutiert wird, meint man immer diejenigen, die das klassische Volksschullehramt, also Primarstufe, Sekundarstufe 1 studieren und nie die Gymnasiallehrkräfte. Und wenn man sich die pädagogischen Hochschulen Baden-Württemberg anschaut, stellt man fest, die machen eine gute Ausbildung. Aber was die Verankerung in der Forschung angeht, können sie häufig nicht in der Liga mitspielen, in der Universitäten spielen können. Ich halte es aber für ganz zentral, dass eine Lehre, ein Studium wissenschaftsbasiert ist, damit Lehrkräfte in der Lage sind, auch das Wissen, was sie weitergeben, zu hinterfragen, sich mit Forschungsergebnissen zu beschäftigen. Plädiere also auch deswegen dafür, dass sie natürlich ein normales Fachstudium durchlaufen, natürlich nicht ein Einfachstudium in einem Kombistudiengang. Das muss dann angepasst sein. Das ist also völlig richtig, dieser Hinweis. Aber es ist ein hohes Gut, dass wir diese wissenschaftliche Lehrerinnenbildung haben. Und deswegen muss man also sehr vorsichtig mit diesem Vorschlag an der Stelle umgehen. Das ist jedenfalls mein Plädoyer an der Stelle. Ein Wort vielleicht noch zur qualitätsoffensive Lehrerbildung. Wir hatten die seinerzeit kritisiert, weil wir sagten, wir brauchen keine Exzellenzinitiative für die Lehrerbildung, wo einige wenige Universitäten in den Genuss kommen, was Besonderes zu machen. Dann hat der Bund nachjustiert, den Kreis der Universitäten, die die Förderung bekommen können, erweitert. Und mittlerweile sehen wir auch, dass da spannende Themen wie zum Beispiel Inklusion oder Digitalisierung, da hat man nochmal nachgelegt, gemacht werden. Aber insofern bin ich also nicht dafür, diese Qualitätsoffensive abzuschaffen. Wir müssen sie aber weiterentwickeln, weil folgende Probleme hat sie. Sie wirkt nicht in der Fläche, sondern eben nur punktuell bei einigen Universitäten, die sich erfolgreich beworben haben. Und sie führt nicht zu einer Kapazitätsverbesserung. Sie ist im Gegenteil kapazitätsneutral. Was wir aber jetzt brauchen, wenn der Bund schon Geld auf den Tisch legt, ist eine Erweiterung der Ausbildungskapazitäten. Das ist vielleicht an der Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Last but not least, ja, vielleicht noch ein Hinweis zum Schluss, wenn du gestattest. Ich möchte noch mal den Ball zuspielen, auch an Franziska, die ja auch gleich dran ist. Und die Verantwortung des Landes Berlin, was das Land Berlin jetzt hat, wo sie die KMK-Präsidentschaft hat. Wir haben ja 4 rot-rot-grün regierte Länder, wir haben einen linken Bildungsminister in Thüringen und wir haben jetzt eine amtierende KMK-Präsidentin, leider nicht der Linken, aber vom rot-rot-grünen Senat in Berlin. Und es wäre jetzt, ich weiß, ihr habt Wahlen nächste Woche, ne? Aber trotzdem, sie hat dieses Amt angenommen, sie ist gewählt, sie ist amtierende KMK-Präsidentin. Sie müsste jetzt so eine Initiative starten in Richtung Staatsvertrag, Ausbildungsinitiative. Das ist eine historische Chance, natürlich auch gerade jetzt, um sich nochmal zu profilieren, damit die Verhältnisse da sich verändern. Danke. Dankeschön, Andreas. Dann Franziska, bitte. Ja, ich starte mal mit dem Thema Studienqualität und Studienabbruch. Also wir haben ja vorhin sehr viel über die Kapazitäten und die Quantität gesprochen, die wir brauchen, damit wir Inklusion und so weiter
umsetzen können im Schulalltag, die Pädagoginnen, die wir dringend benötigen. Das ist das eine, aber das andere ist eben auch die Qualität. Und da gab es ja mehrere Hinweise auch nochmal von Ihnen und von euch dazu. Also völlig klar ist, dass man nicht genau, also dass die Statistiken zum Thema Studienabbruch, was ist ein Abbruch, was ist ein Studiengangwechsel, was ist ein Fachwechsel, dass das Bild divers ist. Das ist auch in Berlin so. Deswegen haben wir als Koalition jetzt auch Mittel zur Verfügung gestellt für eine Studie, die nicht nur die erste Phase, nämlich das Lehramt, in den Blick nimmt, sondern auch das Referendariat. Das heißt, diese Übergänge sozusagen zwischen den Phasen Studium, Referendariat und dann Schuldienst, dass wir das nochmal genau untersuchen. Trotzdem ist es so, dass diese Betreuung und Studienqualität entscheidend ist und dass viele junge Menschen auch, ich sag mal so, aus einem gewissen Anreiz ein Bachelorstudium im Lehramt aufnehmen, aber dann doch sozusagen wechseln in die Fachwissenschaft oder eben auch aus Berlin weggehen und so weiter. Also das heißt, dass das ist wichtig, dass wir die Studienqualität hier in den Blick nehmen und die Betreuung. Wir haben eine harte Auseinandersetzung auch gerade jetzt im Masterstudium zum Thema Praxissemester, wie gut die Betreuung sein darf und wie die entsprechenden Verordnungen und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und das ist natürlich wichtig, dass wir hier auch für eine gute Betreuung sorgen. Es gab ja auch den Hinweis, dass sehr viele Lehrende, Dozentinnen keine Praxiserfahrung haben. Und da braucht es eben gut die Verzahnung und auch die sogenannten Abordnungen. Das heißt, Lehrkräfte, die auch in der Ausbildung, dann auch im Referendariat zur Verfügung stehen und die Praxis dort mit hineinbringen. Und da gibt es auch, die CDU hat vorgeschlagen, da radikal zu kürzen und die ganzen Abordnungen zurück an die Schulen und quasi ein Stück weit sich ins eigene Fleisch zu schneiden, indem dann die Lehrkräfteausbildung noch mal mehr leidet, weil eben die Praxisdozierenden dann nicht mehr da sind. Also das finden wir falsch. Es ist wichtig, dass wir auch bei den Ausschreibungen und bei den Dauerstellen darauf achten, dass auch Professuren, auch der Mittelbau eine gewisse Praxiserfahrung mitbringt und das auch bei den Ausschreibungen schon mit berücksichtigt wird. Also das zu dem Thema. Dann wollte ich nochmal zu dem Beispiel der Uni Potsdam. Die haben wir ja besucht. Die ist nicht weit weg von Berlin, aber völlig anders, ganz spannend. Die haben ein sogenanntes Phasenmodell schon im Bachelor und im Master, wo immer wieder Praxis- und Theoriephasen sich abwechseln. Also ganz spannend als gutes Beispiel. Und die bauen jetzt eine sogenannte Universitätsschule auf, die es ja in Dresden und Bielefeld ja auch schon gibt, eine Laborschule, wo eben auch Forschung und Lehrkräftebildung eng miteinander verzahnt wird. Also in diese Richtung zum Thema gute Studienqualität, Weiterentwicklung, gute Verzahnung mit der Forschung, tolle Praxisphasen von Anfang an, glaube ich, da können wir auch weiter diskutieren. Und auch in Berlin haben wir einen entsprechenden Antrag gestellt, eine solche Universitätsschule auf den Weg zu bringen. Und die reflektierte Praxis ist auch ganz wichtig, weil wir haben natürlich viele junge Lehrkräfte, ein Drittel aller Lehrkräfte, also alle Studierende im Bachelor sind schon an Schule tätig. Das heißt, es ist gar keine Ausnahme mehr, sondern die meisten Studierenden sind bereits an Schule tätig und dafür braucht es Praxismodule, die sozusagen an der Universität auch geeignet sind, die Phasen miteinander zu verknüpfen, sodass wirklich die Schulpraxis, aber auch die Ausbildung besser wird. Also aus unserer Sicht sollte man es nicht ausschließen, aber besser miteinander verzahnen. Thema pädagogische Hochschule. Also ich glaube, das Zentrale an der Stelle ist, dass die Lehrkräftebildung gestärkt wird. Und wir sehen das eher so, dass die Schools of Education finanziell ressourcenmäßig ausgestattet werden müssen. Die Universitäten haben ganz interessant eine Pressekonferenz gemacht, in dem sie sich beschwert haben, Land Berlin gibt zu wenig Geld. Und so ein bisschen haben sie damit recht, wenn wir sagen, 17 Millionen sind zwar jetzt eingestellt jährlich, aber eben erstmal nur für 3 Jahre. Wir müssen den Universitäten dauerhaft Geld zur Verfügung stellen als Länder. Das ist unsere Verantwortung. Und zwar so, dass sie wissen, dieses Geld kommt und wir können Dauerstellen einrichten und wir können die Lehrkräftebildung ausfinanzieren. Das ist zentral. Also von daher unterstützen wir das und sagen, diese 17 Millionen müssen theoretisch auch noch aufwachsen und müssen auch sozusagen weitere Mittel für Räume zur Verfügung gestellt werden, damit wir die Lehrkräftebildung stärken können. So, dann Thema Lehrkräftebildungsgesetz wollte ich nur ganz kurz einen Satz sagen. Wir haben vor, das Lehrkräftebildungsgesetz, das heißt die Inhalte der Lehramtsausbildung auch zu novellieren.
jubilieren. Das haben wir jetzt nur noch nicht geschafft in dem einen Jahr, weil wir ja am Sonntag Wahlen haben. Aber das wollen wir auch machen, weil natürlich die Pandemie hat es gezeigt, viele Kompetenzen jetzt noch mal mehr erwartet werden von unseren Lehrkräften. Und das muss sich natürlich auch in der Ausbildung widerspiegeln. Also insofern wollte ich nur sagen, es ist nicht so, dass wir nichts gemacht haben bei der Lehrkräfteausbildung, weil gesagt wurde, naja, wir haben nichts gemacht, so ist es nicht. Sondern wir sind jetzt an dem Punkt, diese Weichen zu stellen, die absolut notwendig sind. Und was kann das Land Berlin machen? Das Land Berlin hat jetzt die KMK-Präsidentschaft und es ist ganz spannend, weil es wird so sein, dass die nächsten 3 Jahre die KMK-Präsidentschaft wahrscheinlich beim SPD-Bundesland liegen wird, einem SPD-geführten Bundesland. Und diese Chance würde bedeuten, dass man eine progressive KMK-Präsidentschaft hätte, wo ein Staatsvertrag ausverhandelt werden kann. Es stimmt, dass in einem Jahr so ein Projekt nicht zu Ende geführt werden kann. Aber es könnte von Berlin aus angestoßen werden, Thema Staatsvertrag, und weitergeführt werden von den kommenden KMK-Präsidentinnen. Und das wäre wirklich eine Chance, wenn wir das neu aufgleisen können. Darf ich noch einen Satz zu Berufsschullehramt? Einen ganz kurzen Satz. Also Berufsschullehramt, Kooperation steht in unserem Antrag, steht im Koalitionsvertrag. Wir wollen das. Wir wollen die Kooperation mit der Berliner Hochschule für Technik, weil das an der TU, ich sage mal so, das ist das größte Sorgenkind. Wir bilden viel zu wenig aus für Berufsschullehrkräfte und WRT-Lehrkräfte. Und das Thema ASH, auch Sozialpädagogik, ist auch adressiert. Die ASH ist Teil der Hochschulverträge. Und wir wollen natürlich auch genug Sozialpädagoginnen ausbilden und wollen da auch feste Zielzahlen und Vereinbarungen treffen. Punkt. Entschuldigung für die Länge. Dankeschön. Ich hätte jetzt folgenden Vorschlag. Genau, Hannes, du hast dich nicht gemeldet. Wir kommen aber auch gleich noch kurz zum Thema, also was kann man eigentlich jetzt machen, bis neue Lehrkräfte in der Schule kommen. Ich würde Folgendes nochmal vorschlagen. Ich habe das jetzt so verstanden, dass alle sagen, hey, eine Ausbildungsoffensive ist total notwendig. Die Unis brauchen dafür auch eine Verstetigung, was Geld, was Personal angeht. Viele haben gesagt, man kann das auch als Chance nutzen, um das Lehramtsstudium generell umzudenken. Jetzt ist ja nochmal die Frage, wo sind denn da die Stellschrauben? Und Marc Rackles, wenn dir das jetzt nämlich überfallen fühlst, dann musst du nicht antworten. Ich fand es nur ganz spannend, du bist ja auch hier. Und einerseits hast du eben diese Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung geschrieben, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch sich schon vorher ja mit dieser Idee eines Staatsvertrags positioniert und gleichzeitig aber auch massive Kritik an der derzeitigen KMK geübt und auch eine Kampagne von unten mitgestartet, wo ich am Stadtbrenz machen auch mit drin hänge. Wo siehst du denn die Stellschraube? Siehst du es gerade bei der KMK, die Stellschraube, so einen Staatsvertrag durchzusetzen? Wie ist da deine Einschätzung? Oh je. Erstmal hallo und guten Abend. An sich dachte ich, ich kann hier schweigend durchducken, 5 Tage vor der Wahl, bei den Linken fremdgehen, ganz gefährlich, weiß nicht, wie das ankommt. Aber das ist ja eine übergreifende politische Frage, die wir gemeinsam erörtern. Und wenn jede Fraktion und jedes Land für sich agiert, haben wir festgestellt, passiert am Ende gar nichts. Deswegen, und der Vorteil von diesen SWK-Stellungnahmen ist ja tatsächlich, dass jetzt im Moment wir eine sehr starke bundesweite Politisierung dieses Themas haben bis in die Breiten der Gesellschaft hinein. Da hat ja jeder auch die Erfahrung gemacht. Ich glaube, ehrlicherweise gibt es kurzfristige Antworten nicht. Deswegen glaube ich, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man muss strukturell arbeiten. Und strukturell heißt auf Bundesebene, nicht der Bund, sondern länderübergreifend, vielleicht mit dem Bund. Aber wenn es ein Dogma ist, nicht zu agieren mit denen, dann müssen die 16 Länder es eben tun. Und notfalls sind es auch nur 12 Länder. Das ist für mich das Neue gewesen, auch in der Studie jetzt für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich habe vor 3 Jahren schon einen Vorschlag gemacht im Staatsvertrag. Jetzt würde ich eher sagen, es müssen gar nicht 16 sein. Wenn Bayern nicht will, dann ist es egal. Dann produziert man eine schiefe Ebene und versucht das mal mit 12 Willigen vorzukommen. Es müssten allerdings 2, 3 von den großen Ausbildungsländern, das ist NRW, Baden-Württemberg, Bayern, das sind schon die großen. Da müssten mindestens 2 eigentlich dabei sein. Also man kann das machen. Ob die KMK inzwischen genug Kraft hat, weiß ich nicht. Die MPK, also die Ministerpräsidenten, müssen sich des Themas meines Erachtens auch annehmen. Also da können die Impulse kommen. Wenn Busse jetzt als KMK-Präsidentin sagen würde, ich lege das Thema auf den Tisch, was die ja implizit meines Erachtens getan hat vor 10 Tagen, indem ihr Staatssekretär in Hamburg da eine erste Runde hatte zu dem Thema auch, dann kann da was draus werden. Man muss jetzt eine Debatte führen, man muss irgendwie Lösungen aufzeigen. Was man nicht machen kann, ist mit so ganz kurzfristigen Aktionen wie diese Nummer jetzt Teilzeit erhöhen, wo meines Erachtens gar nicht so viel drinsteckt, wie alle tun. Also da reden ja die Profs von 200.000 VZE, das ist völlig unseriös. Da geht es im besten Fall um
und 10.000 vielleicht, das ist immer noch viel vielleicht, aber es steht in keiner Relation zu dem Schaden, den man auch anrichtet. Oder jetzt die neueste Rechnung von gestern mit den Abordnungsstunden oder vorgestern. Diese ganzen kurzfristigen Sachen, die lenken letztlich nur ab von der Strukturfrage. Deswegen glaube ich, man muss über die Debatte eines bundesweiten Staatsvertrages muss man die Strukturfrage klären. Gleichzeitig muss man die Unis ein bisschen in die Mangel nehmen, dass es nicht sein kann. Das ist ja vorhin diskutiert worden. Diese Abbruchszahlen sind einfach horrend. Und da muss man rangehen. Also wir haben es in Berlin mit den Hochschulverträgen gemacht. Und Franziska, ihr habt nicht nur die 17 Millionen vor 3 Jahren danach geschoben. Als ich noch Staatssekretär war, haben wir damals mit Herrn Krach, 2017 war es, die Hochschulverträge um 3,5% insgesamt erhöht. Und für die Lehrkräftebildung haben die fast 100 Millionen draufbekommen pro Jahr. Zum Ausbau der Kapazitäten, die ist ja vorhin zitiert worden, die Kapazitäten sind nicht so ausgebaut worden, wie wir es erwartet hatten. Und deswegen muss man da die Daumenschrauben etwas stärker andrehen, meines Erachtens, und viel stärker in die uni-interne heilige Kuh der autonomen Hochschule gehen und fragen, wir bestellen und ihr liefert. Und wenn ihr nicht liefert, haben wir das Recht zu fragen, was wir hier machen. Und da ist meines Erachtens auch diese Frage des Einschreitens in die Fächer ein strukturelles Problem. Also ich könnte mir eher als eine PH vorstellen, dass man vielleicht Fakultäten oder Fachbereiche innerhalb der Unis aufbaut, wo die sich auch einschreiben. Also damit eben die Studienberatung gezielt fürs Lehramt stattfindet. Und die Fachlichkeit wird dann über die Fakultäten organisiert. Das ist ein Horror für alle kleinen und mittleren Fächer an den Hochschulen, weil die finanzieren sich wieder über die Lehrämter. Aber das ist meines Erachtens steuerbar an der Universität und auch kontrollierbar, wenn Leute wechseln. Also über solche Ideen muss man nachdenken. Die Frage der Fachhochschulen bin ich ein großer Anhänger von. Da kann man viel mehr machen. Ich bin etwas enttäuscht, dass letzten 2,5 Jahre, obwohl es im Koalitionsvertrag Berlins steht, nichts passiert ist. Nicht mal ein Prüfauftrag offensichtlich umgesetzt wurde. Also da sollte man tatsächlich ein bisschen mehr Druck machen, dass diese Idee der Fachhochschulen auch in der KMK wieder geöffnet wird für Modellprojekte in den Ländern. NRW hat da schon ein bisschen was gemacht, aber die könnten, glaube ich, meines Erachtens, die können noch keinen eigenen Master vergeben. Es geht immer nur mit einer Uni. Man müsste sich vielleicht mal trauen, dass eine Fachhochschule einen Master of Education auch vergeben kann, wenn die entsprechenden Punkte zusammen sind. Also da gibt es, das ist, wie gesagt, es gibt nicht eine Lösung. Ich glaube, es gruppiert sich aber alles um die Frage Politisierung, über die Frage Staatsvertrag bei den Akteuren. Ich glaube, man muss die MPK mitdenken, da können die MPs nicht durchdrucken. Die Hochschulen, die Wissenschaftsdebatte muss geführt werden. Die Frage der Attraktivität muss über eine Kampagne laufen. Die Stichworte sind ja gelaufen hier. Aber das A und O ist, dass man Öffentlichkeit herstellt, den Druck erhöht und deswegen auch der Versuch, Philipp hat es erwähnt, auch nochmal von unten ein bisschen Druck zu machen. Das ist so stark inzwischen an die Wand gefahren. Und alle reden davon, dass man eine historische Krise hat, aber keiner tut was. Das ist nicht mehr akzeptabel. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ist es auch dankenswerterweise, was die Rosa Luxemburg gemacht hat oder jetzt auch die Linkspartei. Das ist jetzt ein Anfang von der Seite. Das muss aber letztlich auch aufgegriffen werden in anderen Ländern, von anderen Fraktionen. Und da bin ich gar nicht so negativ. Ich glaube, da ist ein Resonanzboden da, aber die Frage ist immer, wer ist der erste Akteur, der die Kraft und Dynamik auslöst? Der oder die fehlt. Die Bundesministerin wäre es, aber da bin ich inzwischen auch etwas enttäuscht. Ich glaube, da kommt nicht viel. Vielleicht ist es irgendwann der Kanzler, wenn er Besseres zu tun hat, als Kriege zu organisieren und Panzer zu liefern. Also es gibt ja, man muss eine gewisse Schlaghöhe haben, um da wirklich was auszulösen. Die KMK-Präsidentin, wie gesagt, könnte es auch sein, aber warten wir mal ab, wie der nächste Sonntag abgeht. Vielleicht geht sie da gestärkt heraus. Also man kann im Moment ein bisschen hoffen und das Hoffen alleine wird nicht helfen. Deswegen sind solche Initiativen und der Druck von unten das A und O. Dankeschön, Marc, für die spontane Reaktion auf meine direkte Ansprache. Ich sehe, Eberhard, dass du dich meldest. Ich will vorher noch mal den Punkt machen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde ungefähr die Diskussion und dann werden die Podiumsteilnehmerinnen noch mal eine Abschlussrunde bekommen mit der Frage, was eigentlich nehmt ihr jetzt konkret mit, was wären die nächsten Schritte und wie seht ihr eure Rolle darin, wo ihr dann wahrscheinlich so 2 Minuten ungefähr habt. Das knacke ich, I know. Ich will aber noch mal, Marc, ich teile alles, was du gesagt hast. Aber ein Satz hat mich ein bisschen getriggert und das habe ich auch gerade angekündigt. Du hast gesagt, hey, kurzfristige Maßnahmen lenken eigentlich von dieser langfristigen Weichenstellung ab. Ich greife den Satz jetzt mal raus. Ich würde ja auch sagen, man muss beides zusammendenken. Ich glaube, wir widersprechen uns da gar nicht. Aber das heißt, selbst wenn man jetzt diese Ausbildungsoffensive den Staatsvertrag macht, kommen diese Lehrkräfte nicht sofort an den Schulen an. Wir haben gerade einen massiven Mangel. Es stand im Chat, dieser Lehrkräftemangel wird noch größer werden. Deswegen fände ich spannend, auch nochmal zu gucken, was sind denn kurzfristigere Maßnahmen, mit denen man diesem Thema Lehrkräftemangel, Lehrkräfteausbildung auch begegnen kann. Und da, Hannes, wenn du magst, weil du vorhin nicht das Wort hast, kann ich dir das Wort geben, wenn du sagst, nee, du willst sogar nachdenken, dann andere. Aber die Frage fände ich spannend, nochmal mitzunehmen.
parallel zu der Weichenstellung einer Ausbildungsoffensive, was sind eigentlich Möglichkeiten, jetzt noch in der Lehrkräfteausbildung und der Bekämpfung des Lehrkräftemangels Lösungen anzustoßen? Eberhard, bitte. Ja, ich wollte noch mal sagen, wir müssen auch deutlich sagen, was auf keinen Fall geht, damit da nicht die Ausflucht ist, was die ja immer betrieben wurde. Was auf keinen Fall geht, ist eine Stundenerhöhung für Lehrkräfte. Auch nicht mit dem Argument, man entlastet sie bei Verwaltungsarbeiten. Wenn sie entlastet werden von gewissen Verwaltungsarbeiten, dann können sie ihren Unterricht besser machen, aber nicht mehr unterrichten. Die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung ist verfassungswidrig. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat gesagt, das ist Willkürhandeln, wenn man als Arbeitgeber keine Studien hat und weiß, ob die Lehrkräfte mehr oder weniger arbeiten als die 40 Stunden. Inzwischen gibt es die wissenschaftlichen Untersuchungen über die Arbeitszeit von Lehrkräften und sie arbeiten deutlich mehr als 40 Stunden. Willkürhandeln ist dem Staat verboten, auch gegenüber Lehrkräften. Das gilt auch für sogenannte Arbeitszeitkonten. Auch die führen zu einer unzulässigen Mehrarbeit. Ute Wiesenecker ist auch hier, die nickt eben, wie ich sehe. Die hat ja das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg geführt, unterstützt von der GEW und da gewonnen. Das ist eine zentrale Frage, dass in keinem Bundesland die Sache durchgeht mit einem Arbeitszeitkonto oder Vorgriffsstunden. Und das bei Teilzeit hat Marc Rackles das eben schon gesagt. Wer das fordert, hat den Schuss nicht gehört. Wer will, dass junge Menschen sich entscheiden für einen Beruf, der muss ihnen ermöglichen, das mit seiner Lebensplanung zu verbinden. Und das ist eine Schlüsselfrage. Ansonsten nur noch, ich denke auch, die Ministerpräsidenten sind es. Und vielleicht kann Berlin anfangen damit, wenn die Wahlen hoffentlich so ausgehen, damit da was Stabiles draus wird. Denn bisher sind die Bundesländer in der Regel nicht bereit, an die Allmacht der Hochschulpräsidenten ranzugehen, die die Lehrerbildung ja intern runtergefahren haben. Und da müsste der politische Wille sein, denn die schreien auf. Die wollen anderswo profitabler arbeiten. Und da ist dann die Frage der Umsteuerung der Hochschulfinanzierung intern genauso wichtig. Marc Rackles hat gesagt, ja, die dürfen nicht bei den Fächern zählen, die Studierenden, sondern bei einer hochschulinternen Hochschule für Lehrerbildung, denn sonst kommen die gar nicht unter Druck, sich mehr um die Lehrerbildung zu kümmern. Also beides tun, abwehren, was da an unsozialem und rechtswidrigem vorgesehen ist und suchen, wo findet man den ersten Ansatzpunkt für Reformen, die anderen zeigen, jawohl, das geht. Dankeschön, Eberhard. Ute, du bist dran. Vielleicht für Berlin ein Hinweis. Es werden ja gerade die Hochschulverträge verhandelt. Sie laufen noch bis Ende dieses Jahres und von 24 bis 28 sollen sie neu verhandelt werden. Da gibt es ja gerade Bestrebungen, eben dort auch so ein Steuerungselement reinzuschreiben, was Kapazitätsausbau, Qualitätsausbau, aber auch weitere Steuerungsfunktionen oder Daumenschrauben, wie es vorhin genannt wurde, mit reinzubekommen. Ute, bitteschön. Mhm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Veranstaltung. Ich finde das super, super spannend. Und ich habe jetzt aufmerksam zugehört und werde immer trauriger. Die Punkte, die alle angesprochen werden, diskutieren wir im Grunde seit 50 Jahren. Und da zu gucken, bitte, wo ist der Grundsatz? Wir stellen doch immer fest, schon ich als Schülerin, Bildung ist in Deutschland oder in der Bundesrepublik viel zu wenig wert. Ja, so, wir, alles, was richtig gesagt wurde, sind ja nur Tropfen auf einen heißen Stein. Ich habe jetzt auch nicht den Stein des Weisen. Aber da auch immer wieder zu gucken, hey Leute, wir kämpfen seit 50 Jahren für eine bessere Bildung und Ausbildung, für eine bessere Schule. Wann soll es denn mal was werden, wenn nicht jetzt vielleicht? Was Franziska gesagt hat, da sehe ich ein bisschen so einen Hoffnungsblitz, wenn jetzt möglicherweise die KMK über 3 Jahre etwas initiieren könnte, was langfristig wirkt. Sonst ist das für unsere nachwachsenden Lehrkräfte in der Ausbildung auch ja viel zu wenig chancenreich,
Denn was wir anfangs auch gesagt haben, sie reduzieren ihr eigenes Gehalt, um überhaupt den Anforderungen des Berufes und den Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Das ist doch eine Sache, die sich überhaupt nicht verträgt. Und das mit der Ausbildung. Ich bin zum Glück einer der letzten Jahrgänge der Karl-von-Ossietzky-Universität mit der einphasigen Lehrerausbildung. Ohne diese Ausbildung hätte ich meinen Job nie überleben können. So lange Zeit. Und genieße jetzt das zweite Jahr den Ruhestand, genieße in Anführungszeichen. Wenn ich sehe, was meine jungen Kolleginnen wuppen müssen, dann bleibt mir auch die Luft weg. Oder du musst langsam zum Schluss kommen. Genau. Habt ihr die Hoffnung, dass das noch lange gut geht? Da müssen wir doch ganz, ganz laut schreien und sagen, so ist es noch nie gut gegangen und so geht es auch nicht weiter. Danke. Danke dir. Gunhild, du bist die Nächste. Ja, also ich komme auch aus dem Westen, aus Nordrhein-Westfalen, kann das nur bestätigen, was Ute gesagt hat. Wir machen das seit 50 Jahren so. Also, das Problem ist doch gewesen, dass wir immer schon bei der Lehrerinneneinstellung einen Schweinezyklus hatten. So hieß das jedenfalls bei uns im Westen. Also, es gab immer Phasen, wo es ganz wenige Lehrkräfte gab, dann wurden viele eingestellt, die blockierten dann all die Stellen, nicht blockierten, aber so. Dann wurde wieder berechnet, dass es demnächst irgendwann wahrscheinlich wenig Kinder geben sollte und deshalb wurden keine neuen eingestellt, als dann die Lehrkräftemangel da war. Das war bei uns in den 90ern schon so. Da wurde dann gesagt, ja, das ist ganz einfach, wir machen jetzt sogenannte Vorgriffsstunden, ihr müsst jetzt erstmal 2 Stunden mehr unterrichten und die kriegt ihr dann irgendwann wieder. Die haben wir nie wieder gekriegt. So, das ist so ähnlich wie mit der Sektsteuer und der Finanzierung des Ersten Weltkrieges, also der Rüstungsausgaben im Ersten Weltkrieg, vorher schon. Jedenfalls, das Problem ist doch, wir haben immer wieder dieses Vorrechnen, dass man eigentlich gar nicht so viel braucht. Da sind wir jetzt endlich mal an einem Punkt, wo auch in der Öffentlichkeit klar ist, das ist nicht mehr so. Damit können sie uns nicht mehr kriegen. Auch diese ganzen, also was die Kommission, das war doch eine Lachnummer, das ist doch auch quer eigentlich durch alle möglichen Reaktionen so gegangen, dass das eine Lachnummer war. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, um auf Philipps Frage jetzt mal zu antworten, was muss denn eigentlich getan werden? Und ich glaube, wir sind jetzt an so einer Stelle, wo man sagen kann, Schule, also ich will euch nicht da euer Titel klauen von eurem Bündnis da in Berlin, aber Schule kann auch anders gehen oder muss anders gehen. Und geht auch ganz anders, indem man vielleicht doch mal anfängt, darüber nachzudenken, ob jetzt, ich weiß, Schule geht anders, aber ob es nicht auch Möglichkeiten gibt, Schülerinnen und Schüler sozusagen freier zu lassen, weniger mit irgendwelchen Tests und anderen Formen von Wiegen, Messen und so weiter drillen, abzuspeisen und mehr auf andere Sachen, die wir alle kennen, die brauche ich euch alle nicht zu erzählen. Und das bedeutet, ich glaube, wir haben jetzt ein Zeitfenster, wo wir auch nochmal eine schulpolitische Debatte über pädagogisch-didaktische Unterrichts- und so weiter Konzepte. Oh, du müsstest langsam zum Ende kommen, Gunhild. Punkt. Na wahr. Ich würde sagen, es ist jetzt 15:15. Wir haben gesagt, wir machen Punkt durch Schluss. Es gibt gleich noch die Abschlusssachen. Ich würde noch auf eine Diskussion im Chat gerne eingehen wollen und dann, glaube ich, nochmal den Ball zurück ans Podium spielen, weil sozusagen meine Frage unter dem, was kann man jetzt eigentlich machen, vielleicht auch unter dem Zeitdruck überfordernd war und wir hier eher bei der Weichenstellung der Ausbildungsoffensive bleiben, was ich auch vollkommen okay finde und dann nicht in noch einer weiteren Debatte verlieren. Konstanze, du hattest, möchtest du noch ganz kurz was zur Debatte im Chat sagen? Dann mach das gerne doch kurz noch. Genau, das Thema NC ist so ein bisschen durch eine Person hochgekommen. Da war die Diskussion, ob wir den NC absenken. Ich muss persönlich sagen, ich habe ein 3-6er-Abitur, habe am Ende ein 1-4er-Examen gemacht und ich finde, dass wir viele, viele, viele tolle Menschen
vom Lehramt ausschließen, weil sie halt vielleicht nur ein 2-4er, 3-0er oder irgendwas Abi gemacht haben. Abi hängt nicht damit zusammen, ob man klug ist, sondern ob die Eltern einem das finanzieren konnten, ob man ausgezogen ist. Ich bin selber in der Abiturphase jetzt tätig, wo ich viele sehe, die zu Hause ausziehen müssen, häusliche Gewalt erleben, andere Gewalt, und die machen natürlich ein viel schlechteres Abitur. Das sind aber viele tolle Menschen, die wir im Lehramt eigentlich dringend brauchen. Und es gibt immer mal wieder bei uns Lehrkräften die Diskussion, ob man das jetzt umsetzt oder wie, weiß ich nicht, ob man nicht so ein Vorpraktikum, aber fair bezahlt, das halt nicht wieder ein soziales Ausschlusskriterium ist, dass das mit angerechnet wird, wenn man sich für ein Lehramtsstudium bewirbt, dann weiß man auch schon, was einem ungefähr in Schule erwartet. Die können ja mit hinten drinne sitzen, die können als E-Lehrkraft, die können Unterstützung geben. Wir haben das an der Schule, da heißt es Service Learning, da haben wir die Achtklässler in den Grundschulen mitsitzen, die mithelfen, die einfach den Stift helfen, die einfach sagen, jetzt nimmst du die Sachen. Das sind all die Sachen, die Lehrkräfte entlassen, aber immer wieder dazu führen, dass halt auch Unterricht wieder weiterlaufen kann. Und warum nicht das mit reinnehmen? Und das sollte aber auch mit reinziehen, wenn ich mich für ein Lehramt bewerbe, weil dann habe ich auch schon den ersten Schritt in Richtung Lehramt gemacht und weiß, ob das der richtige Job für mich ist. Also es wäre für mich, um den NC endlich mal ein bisschen weniger Wirkungskraft zu geben, wäre für mich das persönlich, sonst hätte ich nicht so einen harten Weg gehen müssen, und viele, viele andere auch eine Erleichterung gewesen, den Traumjob machen zu dürfen. Denn viele haben es dann am Ende nicht geschafft mit ihrem schlechten NC. Danke, Konstanze, für das persönliche Statement. Mir war es auch wichtig, das hier eben noch reinzunehmen. Es gab ja mehrere Diskussionen im Chat, die war sehr ausführlich, und dem Bedürfnis danach zu geben. Hier geht es ja um die Frage Zugänge. Thema NC ist vorhin gefallen. Deswegen würde ich diese Debatte aber an dieser Stelle nicht weiterführen, um einzugehen. Genau, ich glaube, es wird geschrieben, dass noch andere Leute gerne mehr Redezeit bekommen hätten. Das kann ich total gut verstehen. Wir haben leider diesen begrenzten Zeitrahmen. Geht nicht weg, auch wenn es eine Minute länger dauert. Wir würden nämlich noch einen Vorschlag, vielleicht mit euch in Kontakt zu bleiben. Alle, die sich angemeldet haben, kriegen noch eine Mail im Nachgang. Das Ganze wird ja auch aufgezeichnet. Das machen wir aber ganz am Ende. Ich würde jetzt zur Abschlussrunde kommen. Und zwar hatte ich ja angekündigt, die Frage wäre jetzt, welche Punkte nehmt ihr hier mit? Was sind jetzt wirklich konkret nach vorne gedacht? Also nochmal, es ist oft das Wort gefallen, Zeitfenster, Möglichkeitsfenster, eine historische Chance hieß es vorhin. Dieser Lehrkräftemangel ist schon lange da, er spielt sich so zu, dass jetzt auch die Öffentlichkeit ein Stück weit politisiert ist, die Politisierung muss vorangetrieben werden. Das ist hier dieser Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das habe ich in der Debatte auch mal als Konsens oder so wahrgenommen. Und meine Frage jetzt genau, was wären die nächsten Schritte, um Weichen zu stellen, um bundesweite Lösungen für die Lehrkräfteausbildung anzustoßen? Und was seht ihr als eure Rolle darin? Nicole, magst du diesmal vielleicht anfangen? Ja, mache ich gerne. Ich hoffe, ich schaffe das in der Zeit. Das ist engagiert. Also ich möchte mich unbedingt Gunhild anschließen. Ich finde, es gibt dieses Zeitfenster, das nehme ich auch wahr, bei aller sozusagen Schwierigkeiten. Es gibt sozusagen da ein Gelegenheitsfenster, auch nach Corona über gewisse Sachen überhaupt in die Debatte zu gehen. Und ich finde, wir müssen offensiv auch eine Debatte gesellschaftspolitisch anstoßen. Was für eine Bildung, was für eine Schule wollen wir? Wir müssen über auch das reden, was droht hinten runterzufallen, über Inklusion, Ganztag, die Integration von Ukrainerinnen und Ukrainern, die Frage von sozialer Spaltung im Bildungssystem. Ich glaube, das ist jetzt ein Zeitfenster, das zu diskutieren. Ich möchte einfach nur kurz sagen, die Themen, die ich auch am Eingangsreferat skizziert habe, an denen bleiben wir natürlich dran, an dem Thema Kooperationsgebot in der Bildung ganz genauso wie an der Frage einer Offensive in der Hochschulfinanzierung und eine Ausbildungsoffensive wirklich für Lehrkräfte, die auch, wo sich auch der Bund mit dran beteiligt. Daran werden wir auf jeden Fall bleiben. Und natürlich will ich auch sagen, wenn es eine Initiative jetzt aus Berlin beziehungsweise von der Linksfraktion in Berlin dann auch gibt, für einen Staatsvertrag, dann würde ich schon sagen, das ist natürlich auch dann so ein Gelegenheitsfenster, was wir tatsächlich aufnehmen müssen und was wir dann von allen Seiten auch bespielen müssen. Weil wenn es diese Chance gibt, dass das sozusagen ein bisschen Wellen auch über uns hinaus schlägt, dann ist das eine Sache, die wir unbedingt offensiv weiter betreiben müssen. Ansonsten würde ich jetzt gar nicht mehr so in die fachlichen Details gehen, weil sonst, glaube ich, sprengt man die 2 Minuten. Würde nur einfach bekräftigen, dass wir sozusagen, ja, dass wir vor allem an der gesellschaftspolitischen Debatte dranbleiben und versuchen, uns da auch die Bälle zuzuspielen, wenn dann auch in diesem Gemenge
in diesem föderalistischen Gemenge sozusagen von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren etwas kommt. Vielen Dank für die präzise Zusammenfassung, so gern deutlich unter 2 Minuten. Ich fand es aber sehr gut auf den Punkt gebracht. Andreas, dann würde ich dich bitten, die gleiche Frage zu beantworten. Ja, sehr gerne. Also ich sehe das auch so, dass es dass in jeder Krise ja eine Chance liegt. Und wir haben jetzt die Situation, dass das Thema ganz oben steht, dass es zur Chefinnensache werden könnte. Ja, der Bundeskanzler hat sich ja diese Woche tatsächlich auch mal geäußert zu dem Thema und mehr Studienplätze gefordert. Eberhard sprach vorher von den Regierungschefinnen der Länder, die da auf den Plan gerufen werden könnten. Also kurzum, der Bund, die Bundesebene muss jetzt hier eingreifen und die Dringlichkeit deutlich machen, die Länder zum Jagen tragen, wenn sie es nicht selber tun. Und ich sehe es so, ich hatte es ja vorher schon gesagt, das Land Berlin hat hier eine besondere Verantwortung. Die A-Länder haben sie und natürlich auch ein Bildungsminister wie Helmut Holder in Thüringen, der sich ja in dem Vorwort zur Rosa-Luxemburg-Studie ja so ein bisschen um den heißen Brei rumgemogelt hat. Ich will es mal so sagen, vielleicht kann er da noch ein bisschen nachlegen, ne, zu den Forderungen von Mike Rackless. Natürlich müssen die Länder dann auch selbst tätig werden. Der Numerus Clausus muss weg. Vor 50 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ein Numerus Clausus bewegt sich am Rande des verfassungsrechtlich Hinnehmbaren. Und wir haben ihn seit 50 Jahren und in einem Studiengang, der für die Zukunftschancen junger Menschen ganz zentral ist. Und deswegen muss der weg, aber natürlich müssen gleichzeitig die Kapazitäten ausgebaut werden, damit das nicht auf dem Rücken der Lehrenden an den Hochschulen passiert. Und das ist eine Aufgabe des Landes, hierfür Sorge zu tragen. Ein Land muss auch den Quer- und Seiteneinstieg regeln, aber eben vermeiden, dass wir am Ende eine Deprofessionalisierung haben. Wenn man also am Ende nur Hilfslehrkräfte in Anführungszeichen im System hat oder Bachelor-Lehrkräfte, die nicht nachqualifiziert werden, haben wir womöglich das, was die GEW mit A13 und E13 erreicht hat, wieder aufs Spiel gesetzt, wenn man dann Lehrkräfte zweiter Klasse hat. Last but not least, natürlich müssen wir auch als GEW, als Bildungsgewerkschaft, unseren Beitrag leisten. Deswegen bin ich so stolz drauf, dass heute die GEW Berlin es wieder geschafft hat, 4.000 Menschen, Lehrkräfte auf die Straße zu bringen, in den Arbeitskampf zu bringen, die sich stark gemacht haben für einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz. Denn es geht ja hier zum einen um die Interessen unserer Mitglieder als Lehrkräfte, aber es geht auch um die Interessen der Schülerinnen und Schüler, die eine gute Bildung brauchen und gerade diejenigen, die schlechtere Startbedingungen haben. Und das geht eben nur, wenn auch die Lehrkräfte gute Rahmenbedingungen haben. Und wir möchten das tarifvertraglich regeln und hoffen da auf einen Durchbruch in Berlin. Und deswegen werden wir das auch probieren. Und das Bundesarbeitsgerichtsurteil, das ist meine letzte Bemerkung, zur Arbeitszeiterfassung vom letzten Jahr, das wird uns da nochmal in die Karten spielen. Denn dieses macht ja deutlich, dass auch die Arbeitszeit von Lehrkräften erfasst werden muss. Und unsere Kolleginnen und Kollegen in den Personalräten werden dafür sorgen, dass das umgesetzt wird. Dankeschön, Andreas. Hannes, dann würde ich an dich als Nächsten weitergeben. Ne? Du bist ja einerseits Lehrkraft, du bist GEW-Mitglied, du bist auch bei Schule muss anders aktiv. Also auch an dich die Frage, was nimmst du mit, was für dich die nächsten Schritte? Und wie ist so deine Rolle als Lehrkraft, aber die auch in verschiedenen Kontexten organisiert ist, um eben diese Lehrkräfteausbildung und den Lehrkräftemangel anzugehen? Danke. Also was die Ausbildungsoffensive Reform angeht, da halte ich mich jetzt ein bisschen zurück. Da bin ich jetzt nicht ganz so drin. Ich würde mich aber Andreas da anschließen. Auch meiner Meinung nach, glaube ich, ist der einzig mögliche Schritt, den Job wieder attraktiver zu machen. Deshalb beteilige ich mich selber auch zum Beispiel bei den Streiks. Wir werden keine Leute finden, wenn wir weiterhin diesen Job unattraktiv machen. Auch ich höre es jetzt schon mit meinen wenigen Jahren als Lehrer so, oh, das würde ich ja nicht machen wollen. Krass, dass du das tust und so weiter. Ne? Und ich glaube, wir sind hier auch ein bisschen gelandet, wie Eberhard schon gesagt hatte, eben wegen der Stundenerhöhung. Also ich glaube, diese mehr Stunden, dieses noch mehr draufpacken, wie es in der KMK gefordert wurde, das wird uns auf jeden Fall nicht weiterbringen. Wenn ich jetzt halt gucke, wo können wir jetzt hier an den Schulen gerade ansitzen, fallen mir noch mal ein paar Sachen aus Corona ein.
Zum einen pädagogische Unterrichtshilfen, die wir in befristeten Verträgen hatten. Die wurden bei uns im Kollegium, es war eine Stelle, wurde bei uns als sehr hilfreich wahrgenommen. Im Alltag ist meistens eine Schule leider für uns Lehrkräfte doch oft ein recht unproduktiver Ort. Vertretungsstunden, Aufsichten, was weiß ich, das kann alles sehr spontan reinkommen und stört dann halt einfach die Zeit. Es nimmt uns die Zeit, wo wir dort sind und den Unterricht vorbereiten. Und genau an diesen Sachen hat eigentlich die unpädagogische Unterrichtshilfe eingesetzt, dass sie zum Beispiel auch immerhin ein paar Vertretungsstunden übernommen hat. Also wenn wir es schaffen, so ein bisschen diese spontanen, ja leicht chaotischen Beschäftigungen für uns so ein bisschen im Rahmen zu behalten, sodass wir wirklich geregelte Zeiten haben, um den Unterricht vorzubereiten, würden, glaube ich, schon auch einige Lehrkräfte auch wieder vielleicht ein bisschen weniger in Teilzeit sein. Ich selbst spreche ja von mir. Ich arbeite eigentlich de facto Vollzeit, unterrichte aber nicht die volle Zeit an Unterricht, also nicht das volle Deputat. Wenn ich wiederum das Gefühl habe, ich habe die Zeit, die ich zum Arbeiten brauche, dann würde ich schon auch wieder grundsätzlich erhöhen. Daran soll es nicht scheitern. Eigentlich würde ich mir sogar wünschen, auch mein volles Gehalt zu bekommen. Also darauf verzichte ich ja gerade im Moment auch ein bisschen. Also grundsätzlich, glaube ich, sind da einzelne Stunden zu holen, gerade bei den Leuten, die eher so in diesem 85-80%-Bereich sind. Ich glaube, da, wenn man da Entlastung schaffen würde, wären da auf jeden Fall einige Stunden rauszuholen. Die Motivation ist da bei einigen da. Und dann das andere, was mir wichtig ist, jetzt auch für die nächste Zeit, ist doch auch ein bisschen dieses Framing. Wir erinnern uns vielleicht an Corona, als die Notlage groß war, wurden auch auf einmal solche Fragen gestellt wie, naja, wir müssen vielleicht den Lehrplan überdenken, wir müssen vielleicht die Inhalte überdenken. Im Endeffekt, wir sind zwar aus Corona theoretisch raus, aber wir sind halt immer noch in der Notsituation. Wir können die Arbeitsbedingungen nicht mehr noch verschärfen, wir sind gerade nicht genügend Leute, vielleicht müssen wir dann auch für eine gewisse Zeit notgedrungen über gewisse Kürzungen im Lehrplan nachdenken, auch wenn wir das nicht gut finden. Aber so sollten wir es dann auch framen. Im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig, als es dann halt auch zu benennen. Was weiß ich, das gab es schon öfter mal, Notabitur oder Kriegsabitur, was weiß ich. Ich sage nicht, dass ich das gut finde, aber ich will damit sagen, wir müssen das entsprechend framen. Denn wir sind längst schon an einem Punkt gekommen, wo immer mehr Leute aus diesem System aussteigen wollen. Na, also das hat auch wieder mir diese KMK-Sache gezeigt. Der Streik war heute wieder mal richtig gut besucht, natürlich als Reaktion auch darauf. Das haben mir ganz viele wiedergespiegelt. Ganz viele waren und sind empört aufgrund dieser Sache, dass sie jetzt quasi wir das immer noch weiter rausziehen sollen. Und da ist dann halt einfach der Ansatz, so wird es nicht gehen und wir müssen das als Notlage benennen. Mit diesem Satz, Hannes, würde ich auch dich gerne, ich finde es ein sehr schönes Schlusssatz. Ich habe Hannes deutlich länger reden lassen, das ist aufgefallen, aber Hannes hat ja in der zweiten Runde auf dem Podium nichts gesagt. Ich hoffe, das ist okay. Und vielleicht nochmal, also diesen Punkt, den du anmachst, vielleicht auch Stundenplan, weniger ist mehr Debatte, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, das nochmal in Zukunft bei einer anderen Veranstaltung zu diskutieren. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Debatte auf jeden Fall kommt. Franziska, auch an dich die Frage, was nimmst du mit und was sind jetzt ganz konkrete Punkte, die du angehen würdest oder die man angehen muss und was ist deine Rolle oder die Rolle der Linksfraktion in Berlin da drin? Ja, vielen Dank. Also ich wollte an Hannes nochmal anknüpfen. Also ich glaube, dass es nicht mehr geht. Das ist ganz deutlich geworden. Also dass wir die verbleibenden Lehrkräfte, die wir an unseren Schulen haben, nicht weiter verschleißen können und dass ganz viele wichtige Dinge, also gerade für die SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, für unsere Schulen in schwieriger Lage, die wirklich viel zu bewältigen haben, nicht funktioniert, wenn wir nicht genug Lehrkräfte haben. Also das heißt, die Notlage ist angekommen und auch, dass das SWK-Papier so zerrissen worden ist in der öffentlichen Debatte, macht ja eigentlich Mut. Da wollte ich auch nochmal, also wenn die Heute-Show das aufgreift, finde ich das auf jeden Fall gut, dass das auch mal in die Breite getragen wird und das ist ein gutes Zeichen. Was können wir jetzt machen? Also jetzt am Donnerstag, am 9. ist es so, dass unser Antrag der Koalition, also SPD, Grüne und Linke, zum Thema Staatsvertrag in Plenum sein wird, hier bei uns im Parlament in Berlin und der wird per Sofortabstimmung abgestimmt. Das heißt, das wird die letzte Amtshandlung sein vor der Wahl am Sonntag, dass wir unsere KMK-Präsidentin
Busse auffordern, einen Staatsvertrag auf den Weg zu bringen und anzuregen in der KMK. Das heißt, dieses Signal wird auf jeden Fall am Donnerstag schon mal gesendet. Das ist sehr gut, da sind wir uns einig. Wo wir uns noch nicht einig sind in Berlin zum Thema Ausbildungsoffensive, ist die Frage Zielzahl. Da wird es darauf ankommen, wie die Wahl ausgehen wird. Wenn diese Konstellation so bleiben wird, müssen wir da mit Grünen und SPD nochmal in die Debatte gehen, ob wir die 3000 festschreiben können. Für uns als Linke ist das wichtig, weil wir sagen, wir müssen doch den tatsächlichen Bedarf für die kommenden 5 Jahre und darüber hinaus auch festschreiben und die entsprechenden Studienplatzkapazitäten auch aufbauen. Und ja, morgen werden nicht 3000 Absolventinnen da sein, das wissen wir auch. Aber wir müssen die zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung stellen. Und wir als Linke sagen da klar, diese 17 Millionen, die auch so ein Stück weit auf unser Budget in dieser Koalition zurückgehen, das muss man auch sagen, dass wir nicht Bildung und Schule stellen und dass wir nicht Wissenschaft stellen, dass wir trotzdem sozusagen unser Budget da auch reingegeben haben in die Mittel für die Ausbildungsoffensive. Und das finden wir einfach zentral, dass wir das verstetigen und auch nochmal was drauflegen. Weil wir nämlich wissen, dass die Hochschulen auch Investitionsbedarfe haben, auch für Lehrkräftebildung. Und ich finde, wenn wir das erreichen wollen, müssen wir das bedarfsdeckend ausstatten. Hier für Berlin sozusagen. Das ist wichtig. Und da müssen wir mit unseren Koalitionspartnern in die Nachverhandlung gehen. Sollten wir weitere regieren in dieser Regierung, wird es eine Nachverhandlung geben und wir wollen gerne dieses Thema Ausbildungsoffensive zum Hauptthema machen, zumindest im Bildungsbereich. Und die Studienqualität, die haben wir vorhin auch ein bisschen mit adressiert, ist natürlich auch zentral. Also, dass wir die Weichen so stellen, dass die Studienqualität auch sich verbessern kann, damit unsere StudienanfängerInnen auch erfolgreich zum Abschluss begleitet werden. Also, das ist auf jeden Fall der Kern. Es gibt so ein paar Punkte, die konnten wir jetzt nicht diskutieren. Wir haben hier einen sogenannten Quereinstiegsmaster, der sehr erfolgreich ist, wo wir weiter ausbauen können. Die Kooperationen mit den Fachhochschulen konnten wir auch nicht weiter diskutieren. Aber das ist etwas, was wir unbedingt machen wollen. Und vielleicht noch ein Schlusssatz. Wir brauchen nicht nur Lehrkräfte. Wir brauchen auch ErzieherInnen, SozialpädagogInnen. Wir wollen ein Landesprogramm für PsychologInnen an Schule auflegen. Das ist uns wichtig, also Stichwort multiprofessionelle Teams, gerade nach Corona entscheidend. Das heißt, es ist völlig klar, die Zukunft ist unterschiedliche Professionen, die zusammenarbeiten. Und das müssen wir natürlich auch mit im Blick haben. Das haben wir im Blick für die SozialpädagogInnen und für die PsychologInnen. Und wir brauchen natürlich auch für die Inklusion die pädagogischen Unterrichtshilfen, die SonderpädagogInnen. Das heißt, es ist nicht nur ein Lehrkräftethema. Wollte ich nur zum Schluss noch andeuten, dass wir auch in diesen anderen Professionen dringend ausbilden müssen. Und da, also das gleiche Engagement, was wir jetzt hier für die Lehrkräfte haben, natürlich auch für die anderen Professionen, weil da haben wir enormen Bedarf. Unsere Schulen in Berlin haben alle eine sozialpädagogische Stelle, aber wir müssen ausbauen, also die Kapazitäten erweitern, damit wir genug Sozialpädagogen an jeder Schule haben. Punkt. Wunderbar, vielen Dank für dieses engagierte Schlussplädoyer. Mir bleibt jetzt nur noch zu zwei Dinge zu tun. Und das eine ist, alle, die sich angemeldet haben, bekommen nochmal im Nachgang eine E-Mail. Die wird nicht morgen verschickt werden, sondern einfach mit der Aufzeichnung. Wo findet man das Video? Es sind hier ein paar Studien gepostet worden. Auch die werden wir aus dem Chat nochmal rausholen, in die Mail packen. Da wird auch die Frage drin sein, weil es soll weitere Veranstaltungen in dieser Art geben. Wann genau wird die Frage sein, wollen Sie auf dem Laufenden bleiben? Sie haben sich für die Veranstaltung angemeldet. Wenn Sie das bestätigen, werden Sie bei dem nächsten einfach informiert, wenn nicht, dann nicht. Das heißt, wenn jetzt jemand hier ist, der oder die sagt, hey, ich habe den Link über irgendwen weitergeleitet bekommen und nicht von dieser Adresse zugeschickt bekommen, schreiben Sie oder schreibt einfach nochmal eine Mail mit, bitte um Zuschicken des Videos. Alle weiteren Infos stehen dann in der Mail drin, denn ich glaube, das hat die heutige Diskussion auch gezeigt. Es ist ein dringender Handlungsbedarf, aber es ist auch ein großer Diskussionsbedarf über verschiedene weitere Facetten des Schulsystems, in welche Richtung das gesteuert sein soll. Und dann würde ich noch sagen, vielen Dank bei den Podiumsgästen, vielen Dank, dass ihr da wart. Hannes ist schon los, wollte ich auch sagen. Er ist nämlich, hat als Lehrkraft, jetzt ist eine Sache, die mir immer ganz wichtig ist, sein Sportausgleich, und der fängt um 20 Uhr an. Deswegen schrieb er mir gerade, ob es okay ist, wenn er kurz vorher geht. Und da wollte ich nicht eine überlastete Lehrkraft noch sagen, nein, jetzt bleib bitte noch da.
Das andere ist auch vielen Dank, dass ihr Podiumsgäste auch meine, jetzt redet nicht so lange mit Diskussion mitgemacht. Ich hoffe, habt das euch nicht zu sehr gestresst, aber ich finde, ihr habt das super gemacht, auf den Punkt gebracht. Und allen Teilnehmenden mit und ohne Wortbeiträgen danke ich auch für die Diskussion und die Kommentare im Chat und freue mich, wenn wir uns in der einen oder anderen Runde hier bei einer Diskussion oder auch mal physisch wiedersehen und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Danke.